So, also ja. Heute keine Facecam, dafür ein Cock mit Cock. Also, nicht wundern, ne? Es ist halt mal, wie es ist. Wat mut, dat mut. Es gibt auch mal solche, ich will mein Gesicht nicht in die Kamera halten, Tage. Ich meine, ich habe jetzt, Gott, wie lang? Jetzt schon ein paar Wochen streame ich eigentlich immer mit Facecam. Und habe mich da mittlerweile eigentlich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es gibt halt manchmal so Tage, wo man sich einfach sagt, nö. Not today, Mr. Fox. So, yeah. Und für diejenigen, die für die Spyro schlicht und ergreifend so uninteressant ist, die können sich nun einen Cock angucken. Und ihr braucht euch auch keine Gedanken zu machen, das hinterfragt nicht eure Sexualität, es ist einfach nur ein Cock mit einem Cock. So yeah. Braucht euch keine Sorgen machen. Ja, mein Bart ist ein bisschen verknödelt gerade. Meine Augen sind nicht so toll. Meine Haare sind durcheinander. Ich weiß nicht. Ich sehe einfach aus wie das korrupteste Lachsbrötchen der Welt. Oh, lecker. Fragt mich, by the way, auch nicht, was ich in letzter Zeit mit Lachsbrötchen habe. Es ist irgendwie so. Matjes. So Matjes. So Matjesbrötchen. Bist du etwa ein Matjes? Ein Matjes. Nee, aber jetzt so, wo ich mal wieder ohne Cam arbeite, muss sagen, ist auch mal ganz angenehm, nicht immer zu drauf zu achten, dass du nicht ständig irgendwie guckst wie so ein Junkie. Ach, das ist doch das Tollste. Können die Leute mal so Freeze-Frames machen, wo du dann gerade was erzählst? Das machen Leute ja nicht, das ist es ja. Nee, also ja, machen wir beim nächsten Mal wieder. Also morgens kann ich ja sowieso nicht streamen, weil morgen habe ich ein bisschen was um die Ohren. Bisschen viel um die Ohren. Aber wenn dann mal alles nach Plan läuft, was ich hoffe, dann habe ich tatsächlich mal Ruhe. Stimmt, warte mal. Sparks macht seinen Job. Ich habe ja das letzte Mal das Upgrade von ihm ge... Oh, wow. Labend. Es ist ein Keks. Ja. Oh mein Gott, es hat 3 Spiele gedauert, bis Sparks endlich mal seiner Arbeit nachgeht. Das ist ja unglaublich. Stimmt, weil das letzte Mal haben wir ja für ihn dieses Upgrade bekommen. Womit er Sachen auf... wie hieß das nochmal, die Fähigkeit in Kingdom Hearts? Charmeur? Mhm. Also quasi, Sparks ist jetzt charmant. Hässlich, aber charmant. Bagiert. Ja, Tatsache, ich kann mich jetzt nicht mehr über Sparks beschweren. Das geht ja gar nicht. Jetzt muss ich mir was anderes finden, worüber ich mich beschweren kann. Jetzt muss ich ja, ich muss ja irgendwie meinen Hater-Status behalten. Tja, dann halt, Jo. Oh Gott, der findet jetzt sogar Sachen, die ich nicht mal gesehen habe. Oh wow. Das Upgrade, ne? Das hätten sie tatsächlich mal... Nö, ja, das hätte ja schon seit 3 Parts sein können. Das wäre nice gewesen. Hätte den Speedrun um einiges leichter gemacht. Und ja, ich... Speedrun. Das ist ein Speedrun, das wusste nur keiner. Hi Spyro, das hier ist ein super Flammenpower. Ja, das ist der... Ich mache einen langsamen Speedrun. Welche Zeit hast du bisher? 3 Tage? Ja, so 3-4 Tage. Das ist schon mal gute Bestleistung. Ja, eben. So. Geile Bestzeit. Ich weiß nicht mal, ob Leute überhaupt hier Reignited überhaupt Speedrun. Bestimmt. Es gibt genug Spyro-Speedrunner, die dachten, ich dann bestimmt weiß, was ich Speedrun einfach durch die Remakes. Bestimmt. Hab ich das jetzt? Hab ich jetzt die Säule? Ja, ich hab sie. Wenn ein Spiel existiert, dann wird es gespeedrun. Stimmt auch wieder. Ja. Gut. Jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich so wie Porn, so das wirklich alles überall, aber naja. Ja, doch, aber Speedrun ist mittlerweile schon echt gewachsen in seiner Popularität. Dank besonders solchen Sachen wie Games Done Quick. Mhm. Dass
die Media da jetzt nicht mehr sagen können, das sind einfach nur ein paar ungewaschene Gamer, die sich dann da hinsetzen und vielleicht so 2 Euro oder so sammeln. Die haben mehr Talent als manche andere in ihrem ganzen Leben irgendwas gemacht haben. Ich hoffe halt wirklich, dass solche Sachen wie GameCentric oder so, solche offiziellen Spendenaktionen wie vom Fernsehen oder so einfach outsourcen. Naja, also man kann ja jetzt schon mal, also was Outsourcen angeht, ist ja sowieso, wenn man überlegt, die Zeitung wird mittlerweile immer mehr von Online-Zeug übertrumpft, also... Naja, klar. Nur halt, bestimmt auch noch ein paar Leute, die, immer noch halt mehr machen als Games Done Quick bei solchen Spendenaktionen. Ja, klar. Dann halt nicht über eine ganze Woche, sondern halt über nur so einen Tag oder so. So ein Schwachsinn wie halt hier, gut, die werden wahrscheinlich nicht so viel einnehmen, aber hier deutsches Fernsehen mit, wir singen mal irgendwie, lass mal 20 Sänger auftreten und zwischendurch quatschen wir einfach die ganze Zeit. Ah. Und das ist dann unser Spendenmarathon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, aber so was halt. Oder wir singen zum 10.000. Mal We Are The World. Oh ja. Und dann kommen, da kommen in Wirklichkeit nur 20% von den Einnahmen bei dem an, was wofür es gespendet werden soll. Bei 80% die Gage der Leute sind, die auftreten. Also, Spit. Nee, aber allein der Faktor, dass jetzt mittlerweile Zeitung immer weiter zurückgedrängt wird durch ja quasi Online-Nachrichtendienste. Ich finde es wirklich schade, dass solche Zeitschriften wie Kidzone und solche Sachen leider sterben dadurch auch. Ja gut, das bleibt leider ja nicht. Kidzone, Hero. Das bleibt leider nicht aus. Alle hießen. War ein großer Teil meiner Kindheit, hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, das bleibt leider nicht aus. Mickey Mouse Magazin, weiß ich auch nicht, gibt's bestimmt noch, aber... Ja, so... Ist wahrscheinlich auch nicht mehr so viel gekauft, ich glaube, das lustige Taschenbuch interessanter. Ich meine, es ist Disney, also ich bitte dich. Ja, trotzdem halt, es ist immer noch halt ein Heftchen. Ein Käffchen? Ein Heftchen. Heft? So ein Käffchen. Ich hab verstanden, Käffchen. So ein Käffchen wäre auch ganz lecker. Mhm. Hatte ich zu wenig heute. Zu wenig Käffchen. Das ist jetzt Kannibalismus. Das liegt im Auge des Betrachters. Wer isst wen? Vielleicht ist es auch nur Wurm. Hui! Hui! What the fuck? Ich war heute mit Doc zum Eisangeln verabredet, aber der Weg wurde von Rhinoxen mit Eis versperrt und ich komme nicht durch. Oh. Ich wollte das Eis mit dieser Kanone wegpusten, aber sie trifft nicht vernünftig. Kann man sich bestimmt so hinstellen, dass sich das einfach endlos dreht. Ja, und dich irgendwie ins Ende der Stage schleudert und dann hast du 2 Sekunden gespart, verlierst aber 90, wenn es schief läuft. Der Samen mit der Kanone. Okay. Also ja, ich gucke mal halt in der dann und wann mal in die Trophäen rein, einfach wegen Dings. Müssen wir nicht immer 10.000 Mal hin. War Zeit. Boah, Alter, voll den Vogel weggeballert. Voll weggefistet, den Boy. Aber das Gute ist, so müssen Journalisten tatsächlich sich mal ein bisschen Mühe geben und nicht einfach nur nach einem schnellen, ja, ich nenne es mal Clickbait-Ausschau halten. Das funktioniert ja immer noch. Ja, leider. Das funktioniert mittlerweile besser denn je. Ja, nur leider gibt es immer wieder Leute, die es dann tatsächlich realisieren und dann sagen, das ist schon ziemlicher Bullshit, was ihr da labert. Das funktioniert leider momentan noch, weil halt Generationen von Eltern, die sich nicht mit Technik auseinandersetzen wollen oder so, immer noch Zugang zu Smartphones und so weiter. Die werden sterben. Ja.
ich meine halt nur, es funktioniert so lange, wie die noch halt auf der Erde waren. Ja, die sind irgendwann sind sie tot. Sobald unsere Generation so in die 80er Jahre kommt. Und dann ist Game Over. Dann wird, glaube ich, keiner mehr außer die blonde Tusse damals aus, die nur 5 geschrieben hat, immer noch auf die Sachen reinfallen. Und das ist dann leider nicht mehr genug, um die Seite relevant zu halten. Planen. Ja. Um noch Einnahmen durch Werbeklicks zu kriegen. Ich weiß ja nicht, Andy, weil das ist so eine Sache, weswegen ich da jetzt überhaupt drauf gekommen bin, von wegen Journalismus. Hast du da, du kennst doch PewDiePie, ne? Ja, ich habe aber nicht mitbekommen, was genau jetzt dieser Bohai war, von wegen abonniert PewDiePie, so ist das. Ach, das ist einfach nur, ein Gag gewesen eigentlich, technisch gesehen. Also darum ging es jetzt nicht mal wirklich, aber wo ich ihm halt auch Credit für geben muss, ist, er hat in seine Reichweite tatsächlich mal benutzt, um kleinere Channels zu supporten. Das ist schön. Ja, das muss man ihm lassen, weil das machen heutzutage kaum welche mit Reichweite. Die denken sich so, ich habe meine Reichweite, get fucked, kid. Seh zu, wie du dann deine eigene kommst. Ja. Deswegen nur also, das lag daran, weil ich nah am Mikrofon dran bin, deshalb, jetzt bin ich ein bisschen näher am Mikrofon dran. Deswegen also, allein dafür hat er schon ein bisschen Respekt jetzt von mir. Aber dann natürlich die ganzen amerikanischen Zeitschriften, die kommen dann natürlich an und sagen, oh, der hat dann einen Kanal weitergeleitet, wo so und so Inhalt ist. PewDiePie ist Nazi, confirmed. Und ich denke mir so, wow, wirklich? Weißt du, ein normal denkender Mensch denkt sich dann einfach, Mensch, das ist ziemlich ja Bullshit, den du da schreibst. Aber es wird gelesen, geklickt. Ja. Aber wie gesagt, dann kommt er, sagt er einmal hier so, dies, jenes, zeigt nochmal tatsächliche Fakten, die denn natürlich in diesem Artikel nicht aufgelistet werden. Und dann heißt es auf einmal, ja. Ist genauso interessant für Leute wie damals solche Videos wie How to Unlock Mewtwo in Brawl. Und dann das einzige, was du kriegst, ist den Trollololol-Song oder Rickroll. Oh, Rickroll. Also wenn, dann wurdest du damals gerickrollt. Ja. Naja, wie gesagt, an sich habe ich mit dem Kerl nicht viel am Hut, weil es letzten Endes, ne? Ne, ich habe ihn auch irgendwie vor ein paar Jahren deabonniert. Sein Content war einfach nicht mehr meins. Er war mir zu laut. Ah, nö, so aktuell geht das eigentlich wieder. Ja. So ich hab ihn so deabonniert in der Zeit, wo er noch mit Happy Wheels und so abzugange war. Also ziemlich lange her. Ja, ich habe ihn halt dann vor ein paar Monaten neu abonniert, weil es dann wurde es wieder interessant für mich, ehrlich gesagt. Komm her jetzt. Aber ich find's dann halt immer nur interessant zu sehen, dass denn so die ganzen Journalisten sich dann halt in ihrem Job bedroht fühlen und dann sich irgend so eine Scheiße ausdenken müssen, was dann am Ende mehr zurückfeuert als alles andere. Und dann kommt hier ein Präsident, der die Leute zensiert und die fragen sich warum. Ja. Fragen sich warum, wenn, ne? There's a lot of bullshit going around. Ich meine, bei Trump ist es gerechtfertigt. Jegliche schlechte Presse, die der Typ kriegt, hat er voll und ganz verdient. Ja, ich meine, wer so aufs Maul fällt, also. Ich fand's schön, wie Le Floyd das ausgedrückt hat, so von wegen, ist der praktische Präsident, der, oder es ist der Präsident, der wirklich seit langem am härtesten die, wie hieß nochmal die Erklärung auf Independence da, die Freiheitserklärung, wie hieß die nochmal? Unabhängigkeitserklärung, die Unabhängigkeitserklärung am allerstärksten durchnimmt. Wie kein Präsident vor ihm zuvor. Okay, nochmal kurz auf Tapping. Darf ich nochmal kurz alles, was ich über das Sparks-Upgrade nochmal gesagt habe, zurücknehmen? Kann es irgendwie sein, dass er nur solche Sachen aufsammelt, die halt irgendwie überm Boden schweben? Also die irgendwie bouncen oder so? Eigentlich nicht. Mit einem okay, never mind. Wenn du ein Saisonticket möchtest, musst du dich beeilen.
Sparks ist ich selten. Wusste schon immer, dass du für einen Drachen sehr kultiviert bist. Deine Mutter ist kultiviert. Deine Mutter ist kultivierte Milch. Oh. Heute ist meine große Gott. Eistanzvorführung und diese Hockeyspieler verderben mir alles. Ich muss ja sagen, schön immer, sieht's hier aus. Will, stoßen sie mich mit den Schlägern vom Eis. Wenn ich eine Eishöhle mit Kerzenschein ist schon romantisch. Wenn das Ding dann nur nicht so merkwürdig aussehen würde. Partner, der Feuer spuckt. Hilfst du mir bitte ja, Nancy ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl, wo ich sagen würde, ja. Hit or miss. More like miss. Nancy ist eher, ich bin ganz ehrlich, ich sage Nancy ist eine Trap. Nancy ist eine Trap. Erstmal Trap ankündigen. Bitch is a trap. Ich glaube im Original war das um einiges fieser hier. Ich meine mich nämlich hier irgendwo. Ah, okay, aber die Kamera will gerade echt gegen mich arbeiten. Die will so ein bisschen auf sie fokussiert sein und nimmt dann immer mir die Kontrolle weg. Oh Gott, ich hasse es, wenn Spiele das tun. Das ist meine Kontrolle. Her damit. Ach da. Ja, ohne Scheiß. Die Kamera fokussiert manchmal auf sie. Dann sehe ich schön ja, und gut, aber... Sie ist ja dein Objective. Ja, nur ich muss ja gucken, von wo die Ficker kommen. Immer schön im Auge behalten. Wie die Nancy da. Still a trap. Der Jurymitglieder war wohl anderer Meinung und hat mich mit einem Ei beworfen. Willst du es haben? Sie sieht auch ein bisschen dämlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht kannst du bei der nächsten Olympiade mit mir auftreten. Okay, auch schönes Detail, dass die Rosen einfach hier liegen bleiben. In die Physics? Nee. Schade. Das wäre es noch gewesen. Oder wenn man die hätte anzünden können. Das wäre nochmal richtig geil gewesen. Oh fuck. Das geht hier runter. Der Sparks ist manchmal echt ein Spacken, also. Ich nehm alles zurück. Ach, das ist das Ding hier. Das ist ein Sparksen. Ein Sparksen. Clarkson. Okay. Dann halt so. Ich wollte eigentlich anhalten. Oh fuck. Ja, wo ist denn der jetzt? Oh Gott. Hä? Ist da noch ein anderer Weg? Hier, Tatsache. Spiral Force Smash. Ich bin zu schnell! Spiral Force, doch. Ich möchte generell so wirklich diese Retro-Vertreter mehr in Smash sehen. So auch wenn sie nicht Nintendo-only waren. Na gut, ja. Oh, meine Güte. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe noch nie wirklich ein Spiel von ihr gespielt, aber ich will sie einfach in Smash haben. Ich will Shantae. Shantae? Shantae. Hentai. Shantae. Ich will Shantae in Smash. Ich meine, ich will Leute mit den Haaren whippen und mich in am besten so ein Kirby Down Special, so in den Elefanten verwandeln, der nur Arschbrummel macht oder so. Ich meine, ich hätte auch gern Hentai, so ist es nicht. Du hast doch schon eine Henne. Jetzt brauchst du nur noch eine Thai. Jetzt brauch ich nur noch Thai. Wo ist dieses Arschloch? Denkt er, ist da so toll mit seinem Argumon, wo Mega-Digitation hat und so. Ich hab Shantae gesagt, ich Hent. Ich weiß gar nicht, wie er das missverstehen könnte. Ich hab doch schon Hentai in Smash. Ich hab doch schon Tentacles. Echt? Ja, Inkling.
Echt, der Tentakel? Tentakelhaare, ja. Ja, gut. Und kann sich in einen Oktopus verwandeln. Der hat dann wirklich Tentakel. Uff. Wir kennen dich. Wir kennen dich halt, Andy. Ja, sorry. dass ich meine meine Dinge, die ich mag, auf der Zunge lebe. Boah, jetzt ein paar Oktopusringe wäre schon geil. Hätte ich gerne auf der Zunge. Okay. Ja, Drunk Hazer, das war genau der Witz, auf den ich anspielen wollte. Gibt der Henne eine Krawatte, eine Hentai. Das wird ja mal besser hier. Wir brauchen alle mal Hentai. Manni, das finde ich ist eine super Einstellung. Ja, eben. Ich will die ganze Zeit noch so ein Arschgeige. Sag mal, Keks. Kann es sein, dass ich das Leben gerade ein bisschen hart durchficken will? Warum? Wenn ich da so höre, du hast dir deine Hand kaputt gemacht lassen, du hast Kopfschmerz, also Migräne, du hast Magenkrämpfe. Ich glaube, dein Körper will gerade nicht, dass du existierst. Kann das sein? Glaube ich auch. Nee, das habe ich wirklich so ausgefallen. Hatte gestern, dachte sich mein Magen so, ach komm, essen, gibt Essen, trinken, drin behalten? Nö. Nee, gerade nicht. Dann heute Unterleibschmerzen, Migräne. Dann letztens halt mein Ellbogen, jetzt meine Schulter auch noch seit Montag. Also mein Körper denkt sich gerade wirklich so, I don't want to live on this planet anymore. Also ich leide schon im Moment, ja. Hoffen wir mal, dass das im neuen Jahr besser wird. Ja, hoffe ich auch, ey. Aber das mit dem Magen ist ja nicht das erste Mal jetzt gewesen. Das war vor einem Monat, hatte ich das ja schon mal. Da freut man sich immer. Freude. Ich habe heute Morgen Eisblöcke aufgestellt, damit Bob nicht vor mir angeln kann. Wenn du mal Eis angeln möchtest, leihe ich dir gerne meinen Angelköder. Da kann ich den Text aber auch nicht mehr. Das hat sich jetzt gerade wie eine Katze angehört. Im Hintergrund von mir? Weißt du, waren die Kinder wahrscheinlich, aber es hat sich irgendwie angehört, als ob du in einer Katze auf den Schwanz getreten bist. Ich glaube doch, das war die Anna. Ich sehe noch Anna angehört. Ist deine Katze Anna dann, ne? Nee, hier von den kleinen Kiddies. Das war doch die Anna. Komm her, du Fickvogel. Gut, dann nicht. Die Runde geht an dich. Die Runde geht an dich, Bob. Pfeffer. Oh, ach, wart, du Stinkmorchel. Was willst du? No. Resident Evil 2 spielt, aber ich kann es noch nicht installieren. Jeder kann es noch nicht installieren, Keks. Ich weiß. Das ist illegal. Mann, ey, warten auf Release-Datum. Schrecklich. Alter. Ja, voll schlimm, ey. Ich muss mich da auch zurückhalten. Ich will das doch auch. Ah, komm, nein. Was? Ein Kindling, Drachen, Jesus, du böser Mensch. Ach, wieso? Ich möchte doch nur, ne, da will man einmal sein Gesicht heute nicht zeigen. Weil man sich fühlt wie das weltkorrupteste Lachsbrötchen und dann, ne? Ich meine, du könntest auch einfach eins deiner Selfies in die Bot-Kommandozentrale reinhauen, da so ein bisschen Content-Aware-Scaling reinhauen und das dann als Bild verwenden, wenn sie unbedingt dein Gesicht sehen wollen. Oh, warte, da habe ich sogar welche. Oh, warte mal, Andy, du bist ein Genie. Ja, kein Ding. Plus dazu, Leute, Shadow ist ein doch böser, immer wieder gern. Böser Mensch. Ich habe ihm das heute schon gesagt, dass er ein böser, böser Mensch ist und dass ich will, dass er das weiß. By the way, hey, Sorina. Genau, warte mal, Eigenschaften. Wo habe ich das denn? Habe ich das überhaupt noch? Gib mir eine Sekunde.
Das habe ich doch hier, oder? Zweifelsfall suchst du deine Post in der Bot-Kommandozentrale und du findest das bestimmt. Oh, warte, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, wir nehmen das hier, damit leben wir jetzt. Das ist jetzt unser alles. Oh boy, du siehst aus wie ein schlechter YouTuber. Ah, also normal. Du siehst aus wie einer dieser YouTuber, der versucht, mit einem Prank-Channel irgendwie heutzutage noch relevant zu sein. Wie ist man das nicht mehr? It is art. It's called Hentai and it's art. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie ging das hier jetzt nochmal? Du schaust gut. Das Motto ist so schlecht, Shadow, ey. Was? Das Motto ist so schlecht. Nein. Ich mag's. Also, nur mal so als Info. Shadow ist schon immer ein Alien gewesen. Er tarnt sich immer nur sehr gut. Ja, eben. Oh, da geht's lang. Now I understand. Kiez, das solltest du doch nicht weiter sagen. Wir waren fast fertig mit der Invasion. Ja, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Mensch. Oh. Die Leute haben es oder so jetzt gecheckt, weil du dein richtiges Bild verwendet hast. Shadow. Hm? Du hättest dein Fake-Bild verwendet, nicht das Alien-Foto, was wir sonst immer haben. Nein, das hätten die schon, ne? Das hätten die gecheckt. Wie kam ich jetzt nochmal hier unter das Eis? Ich check dich gleich mit einem Bodycheck. Kann man so zweideutig verstehen. Oh boy. War das nicht hier irgendwie? Das Wort Bodycheck ist ja auch schon irgendwie ein bisschen pervers, ne? Du checkst einen Body, ne? Ja. Aber das tust du auf so eine brutale Weise, dass es dir selber wehtut. Du checkst einen Body so derbe, dass es dir selber wehtut. Ja, hier ist Sparks jetzt wieder total. Der Typ arbeitet. Finde ich gut, Nu. Finde ich gut, dass da so viele Leute schon unterschrieben haben für Save the Internet gegen Artikel 3. Ist ja auch gut. Finde ich gut. Wie viele sind es mittlerweile? Schon über 4 Millionen? Jo. Das ist verdammt gut. This is nice. By the way, Headrider, danke für die Bits. Ach, den Elko sagst du nicht, Dankeschön? Achso, ja, Elko auch danke, sorry. Nee, 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 Shadow. Ja, Schnuden halten doch. So geht es nicht weiter mit dir. Ah, doch. Das geht doch so nicht. Du hast gesagt, ich soll die Schnute halten. Also, warum muss ich Schnuden halten? Die Schnute halten? Das kann ich auch. Den Schnuden halten? Die Schnute halten. Das ist so ein Vogel, ist das. Wow. Was willst du denn, du Sackfaltenbär? Duck Tits, woo. Komm her! Ich krieg dich! Früher oder später! Geht doch! Scheiße, es fehlt noch mehr. Nee, Nu ist ja auch richtig. Hm? Nur halt übertreib's nicht so mit. Also einmal Shoutouten ist okay. Aber mach's nicht den ganzen Stream über. Ich hab's mir ein bisschen angeguckt. Aber irgendwie habe ich, weiß ich nicht, so nach Folge 7 oder so dann nicht mehr weitergeguckt, obwohl ich eigentlich Interesse hatte an der Serie. Ich sehe immer nur so, also, so dann waren mal ein paar Clips und denke mir so, ja, woher das ist. Das ist ein schönes Anime, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es auch schön, dass sie Donald mehr einbauen. Und dass er eine Stimme hat. Naja, die in dem einen Clip da. Ja, das reicht auch schon. Baby Baba Baby Bunkers. Das war eine scheiß Idee. Ja, das war eine scheiß Idee. Ja, das ist. Es ist echt überwiegend. Nö, also, ich kann Sorina da vollkommen verstehen. Ja. Also, da darf man auch ruhig drüber wütend sein. Da ist nichts Verwerfliches dran. Sollen sie mal wirklich eine Volksabstimmung machen und nicht halt mit den Volksvertretern? Weil es ist halt nun mal, da hängen eine Menge Menschenleben mit dran auch. Es gibt so viele Leute, die mittlerweile übers Internet ihr Butterbrot verdienen, sag ich mal.
Können wir das nicht so wirklich auch, wenn sowas Gravierendes gemacht wird, können wir nicht dann nochmal so eine extra Wahl machen, wo wirklich jeder wählen gehen soll? Ja, das wäre ja Arbeit. Anstatt dass die Volksvertreter, die keine Ahnung davon haben, darüber abstimmen? Andy, das wäre Arbeit. Arbeit ist nicht so toll. Ach nee, warte. Wenn sowas gemacht werden würde, wird das wahrscheinlich wieder während irgendeines Events gemacht, wo alle Leute von abgelenkt sind. Eben. Hab ich vergessen. Wann ist die EM oder so? Oder die Formel 1 oder irgendwie sowas? Ja, irgend so ein Blödsinn. In der Zeit dann wieder. Ich kann hier einfach hoch, Alter. Warum mach ich's mir so unnötig schwierig? Weil du zu kompliziert denkst. Ich merk das schon. Ich denk einfach nur unnötig kompliziert. So. Komm, hat er alle Shiny Stones. Ja, ich hab alle Shinies. Ich komme mit der Wii-Steuerung einfach nicht ordentlich klar. Ja, eben. Die denken nicht. Sorina, ich weiß. Ich hoffe einfach irgendwie so, dass in 20 Jahren die ganzen Leute, die momentan an der Macht sind, nicht mehr dürfen. Und dass unsere Generation dann wirklich was zu sagen hat. Das wird so schön. Ja, dann haben wir tatsächlich mal in Deutschland, wo tatsächlich mal ein bisschen knallt. Dann ist auf einmal hier CDU 15% oder solche Geschichten und Piraten einfach irgendwie mit 30% vertreten oder sowas. Ich versuche es. Na, es wäre ja dann nicht mal. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder eine andere Partei, die tatsächlich Fuß findet und tatsächlich dann glaubwürdig wird für die Leute. Naja. Ich habe jetzt nur Piraten gesagt, weil ich weiß, dass die sich ein bisschen für solche Sachen einsetzen. Ich habe immer noch die Liste, wer alles für Artikel 13 gewählt hat, also... Du meinst deine Assassinationsliste? Genau die! Also, wenn auch wieder Wahlen sind, wenn ich höre, dass irgendwo Wahlen sind, dann werde ich jedes Mal meinen Twitter-Feed mit dieser Liste zuballern. Und sagen so, Kinders... Basti, wie gesagt, in 20 Jahren, das wird in der nächsten Zeit nicht passieren. Machst du Witze? Dann ist hier Generation X. Ja, aber sie hat auf dich gezielt. Die ganzen Trash-Lords, dann können sie endlich mal sich sagen, nö, ich in ne. Aber deshalb befasse ich mich auch nicht gerne mit Politik. Im Grunde genommen macht sie eh nur sauer. Weil du nichts zu sagen hast. Mein Traum ist, dass alle Politiker in Zukunft mit uns ein Entscheidungsmatch Mario Kart oder Smash Bros. Spielen müssen. For Fox only, Final Destination, no items. Ich komme auch alleine klar. Oh, natürlich. Willst du, dass ich es dir zeige? Keine Magie mehr, hä? Huh? Soll ich dir Starthilfe geben? Ha, ich komm später wieder. Hey, also jetzt merkt man erstmal, wie viele Cutscenes Spyro 3 eigentlich hatte und dass sie die eigentlich schön designt haben hier. Ja. Oh ne, warte mal, war das Level? Ich weiß doch gerade gar nicht mehr. Ich weiß, es gibt in der Welt hier ein Level, wo richtig Krebs ist. Es war nicht Zaubertürme, glaube ich. Aber ein Level war richtig Yes Crabs. Ja. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Alter, ich fordere jeden Politiker zu einem Duell raus. Meine Dual-Disc ist bereit. Ja, können wir nicht bitte in so einer Welt, leben, wo alles über irgendwelche über solche Sachen durch irgend sowas Banales. Wir spielen einfach Jenga. Wir spielen Renga. Jenga. Oder Holzturm. Oder noch, ich habe eine bessere Idee. Wir spielen etwas, wo sie gar nicht mit können. Wir spielen mit ihnen einfach Ligretto. Was sollen die alten Säcke mit ihren super beschissenen Reflexen denn da ausrichten, hä? Pass auf, und dann trinkt die Merkel ganz viel Kaffee und du flust voll gegen die ab. Ja, Merkel so Ghost Ultra Instinct. Shadow, wir setzen einfach die Geheimkarte ein. Wir setzen meine große Schwester ein bei Ligretto. Oh, scheiße, aber das. Ich weiß nicht, wer das erlaubt. Ja. Zerstöre alle Ballons, easy. Der wächst dann einfach noch zwei extra Arme. So schnell bewegt sie sich.
So Azura-Style, weißt du? So fünf Arme zusätzlich. Azura! Problem ist hier spucken ein bisschen doof, weil das geht alles in so einem Winkel. Ach, ich verstehe Sparks aber nicht. Manchmal sagt er sich so, ja, boah, ich sammle alles und dann hat er so diese Tage, wo er keinen Bock auf Arbeiten hat. Wie viel wollt ihr das rausbringen? Alter, Automod, warum hat das wer... Was? Ich habe jetzt nichts gesehen. Doch, Automod hat gerade hier Nigretto als anfälliges Wort getaggt. Ja, weil es NIG anfängt. Oh, wow. NIG, warum? Wegen dem bösen N-Wort, Keks. Lorena, Ligretto ist ein Kartenspiel, wo du so schnell wie möglich deine Karten auf Stapel ordnen musst und wer das zuerst gemacht hat, der sagt Ligretto Stopp. Es klingt witziger und brutaler, als es sich eigentlich anhört. Es ist Krieg. Es ist wirklich Krieg. Also ihr dürft es nicht auf einem Glastisch spielen. Nicht so wie bei mir. Also, ne, es kann nämlich passieren, dass auf einmal jemand nur noch eine Handvoller Glassplitter ist. Ne, kann passieren. Habt ihr das jetzt beim letzten Mal? Oder? Nein. Wollte schon sagen hier. Nein, um Bimmels Willen. Aber ich stelle mir das vor, dass Leute so einfach so intens Ligretto spielen, dass einfach so ein Glastisch zerhauen. Könnte ich mir vorstellen, da weißt du, meine Schwester mitspielt. Schön. Das war nice! Gut getestet. Geiles Bugfix, geil Bugfix. Bugfrei! Und das Geräusch auch dazu, ey. Es ist fast an der Zeit, mein neuestes vierdimensionales... Genau wie bei Keks im Hintergrund gerade. Ich mach jetzt das, was viele Leute mir vergessen. Alter. Okay. Ja, Keks spielt Dark Side Chronicles. Ja. Woran hört man das? Man hört Waffengeräusche von hier. Was? Hat der Andy etwa was geklippt? Was? Was? Das machen Leute? Das kann was? Man? Alter, das ist Magie, Andy. Verbrennt den Hexer. Man kann tolle Momente seines Lieblingsstreamers etwa festhalten? Boah! Ist ja unglaublich. Und stellt euch vor, das können nicht nur Mods, das kann jeder. Echt? Das ist ja unglaublich! Scheiße, Mann! Okay, aber das mach ich gleich. Habe ich gerade eben erst rausgefunden. So ist so ein Feature, das existiert schon seit längerem. Au. Also, Dragica, mein, wenn ich mir einen Bart stehen lassen würde, der wäre so leicht bronzefarben. Also zählt das auch? Das hätte was. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mein Kinnbart, da wachsen die Haare irgendwie bronzefarben so. Klippen. Also klippen kann man eigentlich ganz einfach. Du musst nur unter dem Stream müsste irgendwo eine Funktion für Klippen sein, oder? Nee? Wenn du, also du kannst es auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie es mobile geht, aber du kannst es machen, wenn du auf dem PC bist. Du gehst auf den Stream, praktisch, wenn du ihn pausieren würdest oder muten würdest. Und das ist in der unteren rechten Ecke, da ist da so, ihr kennt das doch von Filmen, diese Clip-Dinger, diese Klack, Szene 1 und so weiter und so fort. Neben dem Zahnrad, da klickt man drauf. Und dann kann man die letzten anderthalb Minuten als Clip speichern. Und das kann ich dann sehen und dann könnt ihr das auch in Chat posten, weil das habe ich jetzt... Dann helft ihr dem Shadow irgendwie so mal so Monats-Compilations zu machen, Funny-Moments-Compilations oder solche Geschichten, die Shadow dann machen könnte. Was ich, by the way, jetzt als Jahresrückblick vorhabe. Ich hatte bislang nur noch keine Zeit, damit anzufangen. Lass mich Claire spielen. Ja, oder ihr drückt Alt-X. Das geht auch. Oder so. Das ist Karma-Vorschlag. Drückt nur nicht Alt-F4, das ist böse.
Nur drückst du dabei nach vorne oder hinten statt nach links oder. Oh ja, Stunt-Tutorials, das brauche ich jetzt gerade. Ich habe eine lustige Beschäftigung. Ich gehe auf euren Desktop, macht Steuerung A, Enter, Enter. Wow, du bist wohl ein Naturtalent. Kriegst du auch einmal bitte alles ausführen. Dankeschön. Oh. Kannst du eine Drehung machen, wenn du oben an der blauen Rampe springst und dann in der Luft nach links oder rechts steuerst? Ah, jetzt kommt der Kram. Ist das jetzt Jäger Pro Skater 2000? Ja, es ist Tony Spyro 3. Nur beschissen irgendwie. Aber das Skateboard liegt denn da zerbrochen, das ist ja nice. Sauber! Jetzt zeig mal, ob du eine 900-Grad-Drehung schaffst. Spring so hoch du kannst. Ah, gut, okay. 900er. Ich darf auch mehr, du Sackgesicht. Watch this. Das waren volle 900 Grad. Glaub, das waren sogar mehr Grad. So viele Tricks hintereinander hinzubekommen, so war das total. Muss ich ja? Doch mal auf der großen Skirampe, was du kannst. Mach beliebige Tricks und versuch so viele Punkte wie möglich zu holen. Welche 500. Pff. Easy. Boah, guckt euch den Müll an, den er da macht. Guckt euch diesen Trash an. Oh shit. Ich finde es schön, wie es einfach zu black faded. Also im Grunde genommen hättest du da eigentlich so einen Sound einbauen können, wie er einfach sich volle Kanne auf die Fresse legt. Ich hätte es fast geschafft, als ich plötzlich gegen dieses Drachenei geprallt bin. Platsch, platt. Warum trägt Jäger schon wieder eine Hose? Ist das wirklich eine Hose? Es ist eine Hose, das sind Jeans. Ich glaube, du bist bereit, gegen mich anzutreten. Naja, er ist halt nur ein Teil-Exhibitionist, also. Ach so, so nennt man das heute. Ab und zu möchte man sich halt doch bekleiden. Juhu. Alter, guckt euch an, wie schlecht der Junge ist. Okay, das Landen üben wir noch. Ich muss noch Landen üben. Landen ist nicht so einfach. Was ist das für eine Beule? Cheryl, das nennt man Penis. Ist ganz einfach. Haben viele. So 50% der. Ja, wieso funktioniert denn die Landung manchmal nicht richtig? Ja, okay, der war scheiße, das gestehe ich mir. Whoop. Voll den Hardcore-Speed. Ja, ne? Shit. Fuck. Ich weiß, es gibt mehr Punkte, wenn man das da oben macht. Aber das Schlimme ist, man kann Jäger auch die ganze Zeit abfucken. Das geht auch. Aber das schaffen wir noch. Wenn ich jetzt nicht so abkacken würde, ey. Was war das denn? Ist ja voll am Abnötern. Bin ich am Abnötern? Ja, guck mal. Ach, scheiße, ich nöter wirklich ab. Ich sehe ganz viel Nöterin. Nee, ich nöter nicht. Pass auf, das machen wir noch. Wenn die Landung mal funktionieren würde, was ist denn das? Ich war noch nicht fertig, Arschloch. Ich war noch mitten in der Luft. Ist halt schwierig. Ist halt schwierig, Skateboard zu fahren, wenn man konstant mit einer Shotgun abgeschossen wird. Ja, ne? Das wird mir auch stinken. LOL! Schöner Eröffnungstrick. Ja, vor allem, der zählt das ja manchmal gar nicht. Alter, was ist denn das? Drei Chinesen mit einem Kontrabass. Ach, das zählt jetzt auf einmal wieder, oder? Sag mal, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja, weil du wahrscheinlich an der einen Ecke, okay, warum du da nicht vom Bord gefallen bist, frage ich mich auch. Ja, ne?
Mensch, du kannst dich ja nicht mal wieder richtig justieren, ist ja das Schlimme. Wie denn auch? Kannst du nicht seitwärts Nein, sich drehen? Nein, kann man... Ja doch, aber bringt nichts. Jetzt haben wir immer wieder den hier. Das ist doch Bullshit, ey! Was haben sie mit dem Modus hier gemacht, ey? Total verbuggt. Shit, fuck. Ey, der bringt eh nichts. Das ist blöde. Das geht jetzt auch, das zählt auch. Das ist so blödsinnig, was hier zählt und was nicht. Ach schön, das zählt. Sonst fahre ich gleich einfach die Strategie, die ich damals immer gefahren habe. Also, die ich als kleiner Bub immer gefahren habe. Konstante 280s? Nee, konstant immer nur, ja, wenn man mich wenigstens den Scheiß noch fertig machen lassen würde, ne? Okay. Nein. Aber der sagt dann ja mal, nö, du bist jetzt fertig. Zeit ist zu abgelaufen, fuck you. Fuck you, man. Ja, super, jetzt lande ich schon, scheiße. Ja, was ist das denn jetzt? Weißt du, ich fahre jetzt die Strategie von damals. Fuck you. So. Ah, jetzt die Strategie von damals, so einfach ist es. Gucken wir uns mal an, was das wird hier. So. Piss einfach. Also das war wieder eine 1A-Landung. Ja, guck mal, 3500. Boah. So schwer. So schwer, einfach immer wieder denselben Scheiß zu grinden. Jetzt nur gucken, ob der, irgendwie Rubber Banding hat oder so. Okay, das war Faceplant, das sehe ich ein. Okay, der war wirklich kacke. Der war kacke. Ich glaube, du hast schon gewonnen. Ich glaube, der kommt gar nicht über 3000, oder? Sag das nicht. Ich weiß ganz genau, was Rubberbanding ist, also... Ist ihm die dämliche Hose So in etwa. Gib ihm. Mach dich so fertig. Ich zieh dir dein letztes Hemd Mano! Auf. Mano! Dann zieh ich dir halt die Hose aus. Zieh dir die Hose aus und dann kannst du mich mal. Zieh dir die letzte Hemd aus. Oh fuck. Ja, das war dumm. Vor allem, ich krieg immer diesen Fail-Sound, wenn ich aufs Board steige. Das ist auch mal witzig. Hör mal, du weißt schon, dass Neugierde der Katze tot ist, ne? Hm? Hammer, du weißt schon, dass Neugierde der Katze tot ist. Obwohl, du willst nicht sehen, was in... Ah, so, okay, never mind. Ich kann es nicht fassen. Du willst sehen, was unter der Hose ist. Eines Tages brichst du wohl noch meinen Rekord. Hat doch nicht geschafft. Eher nicht. Hast ihn voll abgeleert. Gut, man hätte nach dem ersten 3000er Trick aufhören können. Ja, der erste Trick war ziemlich brutal. Also, das hat ihm schon wirklich die scheiß Hose vom Leib gefetzt. Guck mal, hast den Alex bekommen. Ja, eben. Der hat Bubbelblasen gepupst. Ja, Bubbelpups. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Hier ist noch überall Geld. Hm? So, ich wollte eigentlich nur. Vielleicht nur das Geld haben. I just want the money. Die Kinder sind mir egal, ich will eigentlich nur ihr Geld. Gibt's einen Stilpunkt, so von wegen, erreiche 14.000 Punkte im Freeplay? Es gibt tatsächlich einen Könnerpunkt dafür. Aber die brauche ich nicht für Platin, so I don't give a shit. Ja gut, okay. Das ist das Witzigste. Du brauchst... Es gibt in diesem Spiel schon so, man könnte sagen, eingebaute Achievements. Aber the game doesn't care. Ja, das finde ich halt komisch, weil wenn du jetzt, sag ich mal, als Completionist oder so das spielen würdest, was gilt denn als Completion? Wenn du die Könnerpunkte machst oder wenn du die PlayStation Store Achievement machst? Beides, glaube ich. Hm. Fehlt hier noch was? Nee, ich glaube, wir haben alles.
Ich krieg halt immer dieses Geräusch, dass ich irgendwie mir sämtliche Knochen breche. Aber ich glaube, ich habe hier alles. Also ja, Jäger. Fick dich ins Knie. Ich bin mal weg, ne? Bye, bye. Ich hab noch genug zu tun. Alter, Noob. Alles gut. Ich kann schon lesen. Alles gut. Alles töti. In West Boji. In Ho Chi Minh Stadt. Wo ist der Knochen? Also ich habe ihn aufgesammelt, ich wollte gerade sagen. Irgendwo gab's auch hier Burn. Burn. Das ist doch gut, chillt mal. Ihr müsst mal alle chillen. Was ist denn los hier mit euch gerade? Ihr müsst mal alle chillen. Was ist denn los mit euch? Das pfeffert gleich, sag ich euch. Also wir nehmen jetzt alle mal eine Chill-Pill. Dann ist gut. Jetzt macht euch mal nicht das Höschen nass. Also ich glaube, das geht los hier. Ich bin ne Chill. Was willst du eigentlich? Patrouillieren, wann immer du willst. Gut wieder im Einsatz zu. Bird ist so. Ich weiß auch nicht, ich mag seine deutsche Stimme einfach nicht. Aber an sich mag ich es, mit ihm unterwegs zu sein. Aua. Sag mal. Wenn die Raketen nur nicht so unzuverlässig wären. Vielleicht das sprengt? Nö. Ach, er hier schon wieder. Das machst du toll. Such bitte auch den Rest der Knochen, damit wir meinen Freund zusammensetzen können. Ich kann's verstehen. Guck dir Bird mal an. Okay. Ich kann nicht verstehen. Bird ist in dem Spiel wirklich kawaii. Das ist wirklich Bird up. Oh, wer von euch kennt Bird up? Das ist das Dümmste überhaupt. Das habe ich andauernd in meinen in meinen Compilation-Videos benutzt. Moment. Das zeige ich euch mal. Ich hab zwar gerade nur eine Sounddatei hier rumliegen, aber mehr braucht ihr gar nicht. Sekunde mal. Ich benutze Bird Up so gerne in Videos. Bird Up hier. Hey, you guys are watching Bird Up, the worst show on television. Es ist so. Also, wenn ihr das mal selber schauen wollt, gebt mal bei YouTube Bird Up ein. Das ist so. Allein wie das Video hier anfängt vom Sound. Mir reicht der Sound, ich find's geil. Hey, you guys are watching Bird Up, the worst show on television. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ich solche Sounds her habe. Ich habe gerade selber das Bild gesehen, was ich drin gehabt hatte. Ich habe das gerade für einen Moment vergessen. Und dann gucke ich einfach auf den Stream und sehe dieses Bild wieder. Weil ich hätte noch was anderes. Hast du genug getrunken? Ja, es ist nur der Flotzen-Fotzen-Fort. Musst du wieder deine 8 Flotzots trinken? Nein, ich muss nicht meine Flotzotzen-Fotzen trinken. Aber deine 8 Flotzots, die warten auf dich. Die warten auf mich. Die warten auf dem Höschen von mir. Es sind deine 8 Flotzots. Fotzenkotzen. Ich bin echt drauf und dran, den Stay Hydrated irgendwann zu bannen. Vor Spam. Obwohl, ich sehe hier gerade, diesmal musst du nicht 8 Flotzots trinken, diesmal musst du nur 4 Flotzots trinken. Warum soll ich überhaupt so viel trinken bei dem Wetter? Stay hydrated, ja, ich weiß. Alter, weißt du, gestern muss ich mir erklären lassen, wie ich mir die Hände zu waschen habe. Jetzt muss ich mir erklären lassen, wie ich zu trinken habe. Kinder. Ich glaube, ich mache irgendwann nur noch Live-Tutorials. Einfach How to Live. Wird denn wie How to Basic nur noch primitiver? Bird. Also Bird. Bird up. You're watching Bird up. Achso.
Oh, Ballons, ist doch gut zu wissen. Was heißt hier Prost? Rülpst sich die ganze Zeit? Willst du in die Bäckerei oder Fleischerei? Ich geh in die Bäckerei. Basically. Das passiert jetzt bald. Nächsten Monat, um genau zu sein. Dann bin ich ein Bäckertyp. Ein bäckernder Bäcker. Baggernder Bäcker. Man könnte dann auch sagen, wenn ich mit Frauen flirten will in dem Zustand, dann bagger ich sie nicht an, dann bäcker ich sie an. Meine Jokes werden nicht besser, ich weiß. Es, ne? 2018 war ein Jahr. Mehr war das nicht. Hm? Wie spielt man Overwatch richtig? Ich habe tatsächlich mal angefangen, ein Skript zu schreiben, wie man Moira richtig spielt. Aber ich habe es noch nicht wirklich weit gemacht, weil ich in letzter Zeit zu viel anderweitig beschäftigt bin. Ist Rügenwalder? Nee, ich will nicht Rüdiger Walder. Das hier oben? Die Kamera will gerade nicht. Wow. Ach, da! Nervlichter. Ja, ich werde da mal so eine Laugenstange anbieten. Meine Laugenstange. Was sind denn wohl Bäckerei-Anmachsprüche, hä? So, Leute, sind wir mal ein bisschen kreativ. Was sind Anmachsprüche von Bäckern? Seid mal ein bisschen kreativ mit mir hier. Und immer hart kneten, genau. Der ist gut, der ist okay. Akzeptiere ich voll. Angehackt vom Fleischer, Das mir zum Veganer. Veganer. Oh nee. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Glaub ich. Das machst du toll. Ich weiß. Das machst du toll. Der letzte jetzt. Das ist mir schon mal ein Thema gewesen. Ich weiß nicht. Ist es schon wieder uninteressant bei Leuten? Ich meine, no offense, aber ich habe mittlerweile sowieso das Gefühl, dass Sachen immer schneller unrelevant werden. Werden sie auch. Nach dem Motto Smash Ultimate, wir feiern das jetzt für seit Monaten. Jetzt ist es raus und gefühlt, jetzt interessiert sich schon wieder nur noch Sui drüber. Wo ist jetzt der letzte von diesen Dickheads? Oh, hey, Wall. Wenn sie meine Creme. Ja, genau. Anmachsprüche als Bäcker. Ich finde es super. Oh, vorheizen. Oh ja, das kann ich auch. Vorheizen kann ich verdammt gut. Stimmt, das ist sogar tatsächlich dann was ich machen könnte. Anmachsprüche als Bäcker? Ja, Bäckerei-Anmachsprüche suchen wir gerade. Warte mal, kennst du noch von der Bildparade diese eine Folge mit diesem Gesundheitskontrolle in der Bäckerei? Ich glaube. Und jetzt will ich, dass sie mir ihren Kosakenzipfel zeigen. Och, Sharrow, ich hab schon gelesen. Ich hab aber auch nicht gesagt, dass ich abgeneigt wäre. Weh, Digitation. Wo ist dieses scheiß Ding jetzt? Sparks, ich weiß, aber da komme ich nicht rein. Keks, wie geht's denn heute? Besser als gestern. Heute Morgen hat noch Migräne gehabt, weswegen ich heute auch noch nicht auf Arbeit war. Morgen werde ich aber wieder arbeiten gehen, kann, denke ich. Aber zumindest versuchst du nicht die Hauptrolle im nächsten Exorzismusfilm zu bekommen. Ja. Das ist schon mal etwas. Nee, aber mein Körper hasst mich wow. Im Moment sehr. Ja, ich glaube, du hast dir da bei diesem Tag der offenen Tür einiges eingefangen. Das sollte ein Andenken sein, aber meine Koffer sind schon voll. Schon ein Tag im Kalten mit einem Haufen fremder Leute, die um dich herum schwirbeln.
Oh nein. Immer wenn ich dieses I know you want him höre. Ich muss immer unweigerlich an Helsinger Bridge denken, wo Alucard im Flieger sitzt wie so ein Pimp und im Hintergrund läuft I know I want you. I know you want Japan. Oh Gott, warum? Yay, die katholische Kirche. Oh nein, die katholische Kirche. Nach wie vor immer noch das Beste in den letzten Folgen. Ja. Und wer ist er? Oh, pass bloß auf vor. Wie gesagt, ich habe beim Release der finalen Folge so lange gebraucht, bis ich endlich die JoJo-Referenz verstanden habe. Und es ist eigentlich sowas. Hä? Weil ich mich jetzt echt gewundert habe, habe ich das auf Twitter richtig gesehen? Du hast ein Video geliked mit JoJo tanzt? Nee. Du weißt schon, dass das Fortnite-Tänze sind. Fühlst du dich jetzt dreckig? Ich fühle mich immer dreckig wohl. Gut. Ich will, dass du es weißt. Ich bin dreckig. Ich bin der Dreckige. Ja, dann geh duschen, du Sack. Ich war aber schon. Ich Nochmal. Hab mit meinem Hauswolf Farley fangen gespielt. Ach, die Mission. Und als ich aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen habe... Ich habe aus Versehen meinen Hauswolf in den Gully geschmissen. Jetzt steckt er dort fest und ich kann nichts machen. Ich sitze hier und höre sein immer leiser werdendes Winseln. Das war den Gully. Nicht wahr? So. Spyromaniac, moin moin. Ja, stimmt. Sparf. Squeaky. So. Guten Tag. Ja, guten Tag. Glück auf. Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Nix geht? Gleis 9. Okay. Sind wir das einzigste Lied, was Leute von ihr kennen, von denen kennen, habe ich so das Gefühl. Von Fanta 4? Ja, war ich Fanta 4, das war fettes Brot. Schwule Mädchen. Emanuela. Lass die Finger fallen, Spock. I will spit on you. Was ist denn da im Chat die ganze Zeit, Mensch? Kann gar nicht hier irgendwas machen. Jein, an Tagen wie diesen. Jein, kenne ich nicht mal. An Tagen wie diesen waren das nicht Tobi-Rosen? Mm-mm. Oder hatten die dann nur ein Ding remaked? An Tagen wie diesen, so von wegen, das ist dieses Moin Moin, was geht, alles klar bei dir, wie spät, das ist das. Es wird immer dieses An Tagen wie diesen und dieses und das halt. Achso. Dann werden sie wahrscheinlich dann so einen Songtitel haben. Ja. Ah. An Tagen in Friesland. An Tagen in Friesland. Du Fidu, Mensch. Wird der Otto ganz glücklich sein. Also ich hoffe, man erfindet bis dahin irgendwie ein Unsterblichkeitstunikum, dass Otto Walkes einfach niemals stirbt. Ach, ich glaube, der wird jung und quickfidel mit 120 irgendwann aufhören, einfach zu laufen und den stellen sie dann bei Madame Tussauds aus. Alter. Ja, Streams ist ein bisschen abgedriftet gerade, aber lieber abdriften als tot, also. Boah, du Vieh, mach doch deinen Job mal richtig. Hey, du stehst da nicht mal richtig drauf. Alter, du Vieh, du machst mich gerade fertig hier.
So, warte mal, wir machen das jetzt mal so. Jetzt stellen wir uns irgendwie auf den magischen Pixel, der uns fehlt. Geht doch! Mann. Wow. Guten Tag, Kamera. Na, wie geht's? Moin, moin, deine Mutter auf Toast. Oh, du hast Freude. Aber mal dran denken, deine Mutter kann freitags nicht. Wie kann ich dir jemals danken? Gut, ich könnte dir dieses alte Ei geben, aber Farley hat schon darauf rumgekaut und es angesabbert. Aber der Gedanke zählt, richtig? So ein typischer Hundebesitzer, der seinen Scheiß nicht geregelt kriegt, ey. Hm? Hast du was sagen auf 100%? Yes, I have. Die erste Welt habe ich schon 100% quasi. Ich habe hier schon wieder... Nee, falsch, nicht ich habe hier was übersehen. Sparks hat hier wieder was übersehen. Ja, dann musst du die Libelle halt mal erziehen. Ja, ey, die Libelle kriegt bald die Keule, ich sage dir. So funktioniert wieder die Libellenerziehung. Ja, mit der Keule. Wie kommen wir da jetzt am schlauesten? Achso, ja. Da sind sie. Naja, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, wenn der Chat mal, wenn er mal abdriftet von mir aus, habe ich kein Problem mit. Finde ich immer noch besser, als wenn er, wenn gar niemand was schreibt. Dann hab ich immer... Es wird halt nur irgendwann seltsam, wenn sie plötzlich alte DDR-Lieder singen. Nee, ich hab's halt lieber, wenn Leute überhaupt über irgendwas reden im Chat, als wenn ich das Gefühl habe, ich rede hier mit mir selber. Deswegen. Ist okay. Morgen, Kinder, wird's nix geben. Morgen, Kinder, gibt es nix. Wer schon hat, bekommt noch mehr. Morgen kommt der Weihnachtsmann, nur halt nicht bei jedem an. Sag mal, weinst du? Oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Tut mir leid, dass wir jetzt einen haben. Oh, Gottes Willen. Rasch, ich muss Bird nochmal holen, fuck. Da komme ich nicht hin. Haben wir jetzt dasselbe Phänomen, nur mit Deutsch anstatt Englisch? Ja, ich glaube, da kommt ich nicht hin. Da wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Nur halt nicht nur für jedermann. Deine Eltern waren Proleten. Morgen, Kinder. Deine Mutter ist ne Ho. Meine Güte, Weihnachtslieder, also da wird ja mal schlimmer hier. Advent, Advent, dein Penis brennt. Ja, eben. Dicks on fire und so. Jetzt noch mit der Piercing Edition. Ring of Fire. Ich hab eine Ring um meine Eier. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben. Das genügt, wenn man's bedenkt. Das googelt sie gerade. Ja. Morgen ist doch nicht so weit. Das Schlimme ist, sie hat gerade laut mitgebrummelt, als sie gemeint hat, Google. Eine kleine Insel. Doch ihr dürft werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan. Keks, ich hab eine Mission für dich. Ja. Sing das in deinem Ort. Habe ich einen fetten Witz auf Lager? Einen fetten Witz auf Lager? Ja, er streamt hier gerade. Wo denn? Kann man der hässlich auf die Seite gehen? Ich will den fetten sehen. Doch. Alter. Das von dir, weißt du? Look in a fucking mirror. Ey, ich kann's mir erlauben, ich bin selber. Ja, deswegen ja!
Ihr seid nicht dick, ihr seid knuddelig. Jetzt also sugarcoat das nicht schon wieder. Weißt du, vorher waren wir flauschig, jetzt sind wir knuddelig. Du weißt ja nicht mal, was du stattdessen sagen willst. Ihr seid knuddelig und flauschig. Ihr seid beides große Teddybären. Stop fucking sugarcoat this. Never. Also wenn wir uns jetzt eine Glatze rasieren und einen Bart abnehmen, was sind wir dann? Dicke, niedliche Nacktmulle oder was? Da seid ihr immer noch große, knuddelige Teddybären. Da müssen wir Holo und ich uns einigen, wer ist Rufus 1 und wer ist Rufus 2? Dann müsst ihr aber auch den Nacktmull-Rap singen. Von mir aus. Den was? Den Nacktmull-Rap. Oh, warte, da klingelt ganz düster was. Das findest du auf meinem Gehaltscheck. Womit werden wir bezahlt? Chimichanga? Yes. Geil. Hey, Nacktmulle sind immun gegen Krebs. Echt jetzt? Cool, dann gibt's ja nur noch 3 Millionen andere tödliche Krankheiten, die wir kriegen können. Inklusive eine Grippe, weil wir nackt sind. Fette Menschen sind die besten Kuschelkissen. Ja gut, darüber kann ich schwer diskutieren. Also würde man uns jetzt in einem Ikea als Sitzgelegenheit ausstellen, könnten wir tatsächlich einen Nutzen haben, oder? Ja, nicht? Ich möchte aber denn so einen Namen haben wie Gnischk oder sowas. Oh ne, das Level mache ich als letztes. Die Sümpfe sind scheiße. Ne, wir kreuzen einfach das, die O's bei dir durch und kleben dann noch ein Apostroph drauf. Schisch. Ich hab gedacht, wir sind uns einig, wir kaufen keinen Schisch. Shit. Nein, Shit. Ich schisch oder shit. Ja, voll eklig, ne? Hä? Hier, Kim Possible Referenzen. Ja, voll eklig, ne? Ist nur so voll Kindheit. Ich warte drauf, dass sie davon noch eine Realserie machen und einen Film. Ja, die Serie, ja. Film steht noch aus. Also sie machen daraus einen Film. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Und alle möglichen Leute so, oh, guckt euch Cosplay an, die kriegen es um 1000 Mal. Das ist halt mir nicht das eine Bild, was man damals zu sehen bekam, war tatsächlich das Setting. Doch. Dragon und Shiko. Es ist das Setting. Wir reden von einer Serie, die von einer Multimilliarden-Dollar-Firma gesponsert wird. Und das ist das Beste, was die können? Ja. Wow. Die haben nicht viel Liebe bekommen. Oder einen beschissenen Gehaltscheck. Ja gut, aber was erwarte ich eigentlich mittlerweile von Disney? Außer alles real verfilmen, was sie momentan haben, können sie auch nicht. Ich will dein Geld, Arschloch! Habt ihr euch mal angesehen, wie Genie jetzt aussieht? Ja. Nee, hab mir den Trailer nicht angeguckt. Wollen sie jetzt echt Aladdin als Realverfilmung reinballern? Aladdin ist schon in der Mache, der kommt bald raus. Oh Gott, das Ding nein. Das Ding ist ja, von Genie hast du in den Trailern bisher noch nichts gesehen. Nur mal kurz Aladdin und einen schlecht gefotoshoppten Jago. Einen schlecht gefotoshoppten Vogel, geil. Ja, sie war nicht fähig, einen Papagei zu nehmen. Nein, man muss einen All im Computer machen. Auf jeden Fall, es ist jetzt halt schon ein Titelmagazin rausgekommen, wo man tatsächlich Will Smith erste Szene sieht. Moment, Will Smith? Will Smith ist Genie. Ich will jetzt wirklich nicht rassistisch klingen, ne? Aber es ist schwer. Ist nicht blau. Er ist nicht blau? Nein, es ist Will Smith mit einer komischen Bürste auf dem Kopf, so einem Fusselbärtchen und so blauem Gefussel. He is what? Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, den Kerl blau anzumalen? Nein. Oh, come on. Das ist einfach nur faul. Also, komm. Das Schlimme ist, Will Smith eigentlich mit Glatze nur diesem komischen Besenaufsatz obendrauf. Oh Gott. Das sieht komisch aus. Das musst du mir nachher mal zeigen, das muss ich sehen. Das habe ich schon auf Twitter gepostet. Mickey kann doch nichts haben. Mickey ist eh ein Ficker. Ach, Mickey macht doch eh alles für Geld. Haha, er hat recht. Ganz kaum erwarten. 1 Million Marken. Ganz kaum erwarten, bis Kingdom Hearts 3 draußen ist, ihr Säcke. Dann rubbelt der Money wieder. Ich habe gehört, ihr kauft gerne DLCs. Oh Gott.
Hab ich noch gar nicht bedacht. Kingdom Hearts mit DLC-Politik. Ich mach Guardians of the Galaxy zum DLC-Charakter. YouTube Rewind. Is this the worst movie ever made? Disney, hold my beer. Und dann der Impossible Trailer. Das sah auch nicht besser aus. Moment, die haben sogar schon einen ganzen Trailer dazu? Ja, ich hab dir den Link gesendet. Oh, muss ich nochmal reingucken. Ich hab nur dieses eine Bild gesehen von diesem schrecklichen Kostüm von Chico und Dragon. Warum also? Es kommt noch nicht mal zu Rufus drin vor. Rufus wurde rausgestrichen. Was? Ja, natürlich wird er rausgestrichen, weil Kinder noch nie einen echten Nacktmull gesehen haben. Er muss klein und flauschig sein. Habt ihr schon mal einen echten Nacktmull gesehen? Die Dinger sind hässlich, aber trotzdem irgendwie cute. Das ist ein Paradoxum. Rufus wurde komplett rausgestrichen. Warum? Er ist einer der Hauptcharaktere. Der existiert nicht mehr. Weil Kittys Angst davor hätten. Halt, Kim, so wie sie jetzt aussieht, kann ich akzeptieren. Naja. Ein Mädchen mit roten Haaren kannst du nicht viel falsch machen. Eben. Aber Shigo und Dragon. Ja, also warum sieht einfach Dragon aus, als hätte er eine Hautkrankheit? Weil er es hat. Blau. Weil er es hat, Keks. Weißt du, sie haben den Schlumpf genommen und einfach nur Krampfadern drauf gemacht. Es ist aber Genie wird dann von Will Smith gespielt. Darüber komme ich nicht mehr klar. Warte mal, jetzt muss ich mal das Bild raussuchen. Eine Minute. Ja, ich kann es verstehen, dass sowas legal sein muss. Also, solche Entscheidungen kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, die haben eine IP, wo eigentlich schön und gut ist und dann kommt sowas. Am meisten jeder drittklassige Cosplayer kann es besser machen. BZW hat. Weil wenn ich mal überlege, einfach mal auf meiner Cosplay-Liste, seitdem ich eigentlich cosplaye, steht eigentlich schon seit Jahren, dass ich irgendwann mal Shigo machen will. Einfach, weil ich so verdammt geil finde. Ist mir das nicht früher eigentlich mit dem Anhang diesmal machst du es richtig besser. Ja, nicht so wie die Movie-Version. Sorry. Ich mach wirklich dann die aus der Serie und dann auch erst, wenn ich nochmal 20 Kilo runter habe. Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Diese Pandas haben voll das gezwungene Lächeln, ey. Nee, ja, aber warum? Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Wo haben wir denn den Shadow-Mann? Ich meine, das ist für viele Leute heutzutage ist das ihre Kindheit und dann kommen die mit so einem Blödsinn. Oh nee, der rennt jetzt nicht ganz zurück, oder? Nee, tut er nicht. Das habe ich. Pee-Wee! Also ich hab dir jetzt mal die Seite rübergeschickt, wo ich's her hab. Kannst du mir auch nochmal senden holen. Sekunde, wo? Warte mal, da bin ich jetzt neugierig. Sekunde mal. Viel Glück mit diesem Eierdieb. Dann in 5 seconds. Muss doch mal auf die Seite gehen, dann siehst du es direkt. Ja, warte mal. Ich bin gerade neugierig, warte mal. Oh wow. Das ist definitiv Will Smith. Er sieht sehr Genie-mäßig aus, ne? Nein. Er sieht aus, als würde er mir einen Staubsauger verkaufen wollen. Oder Bürsten. Oh, warte, kann ich euch das mal... Can I show this? Can I show this here? Ist das nicht die Göre von Spy Kids? Ihr seht halt... Leute, nee, also... Für Leute mit einem schwachen Herz oder Leute, die wie ich den Film Aladdin geliebt haben, guckt kurz weg, könnt ekelhaft werden. Oh wow. It's fucking Will Smith. It's fucking Will Smith. Ich hab nix gegen Will Smith an sich, ohne Scheiß. Macht gute Rollen. Aber Jesus Titty fucking Christ. Oh shit, mein Face ist hier, nice. Falscher Layer. Ach ja, und hol besser. Der Schauspielerin für Kim Possible wurden die Haare gefärbt extra dafür. Ist mir schon klar. Es sieht auch unnatürlich wie sonst was aus. Vor allem, ist das die Göre, die bei diesen Spy Kids Film mitgemacht hat? Ich hab keine Ahnung. Also die Fresse ist auf jeden Fall was, wo man schon öfters gesehen hat. Ja, ich meine, aber auch da mal was gehört. Boah, Alter. Ach ja, und Shadow, für dich, ich send dir einmal wie Shigo und Dragon jetzt aus. Oh Gott, nein. Im 1:1-Vergleich mit der Serie. Oh nein. Wieso willst du mir das in meinem Stream antun? Warum hasst du mich?
Weil es, glaube ich, das Stream auch sehen Weil, Mann, ich kann nichts dafür, dass dein Geschenk zu spät ankam. Also, bitte. Please. Bei mir noch mehr in die Eier treten. Susi und Strich kommt auch bald real verfilmt raus. Warum müssen sie alles? Mit echten Hunden. Alter! Dragon sieht aus wie so ein Marvel-Bösewicht. Es passt oh, ja. Oh, Leute. Ist Disney. Oh, Leute, wat? Wat? Nee, zeig wat? Doch im Stream. Oh, wat? Sieht mehr aus wie, er sieht eher aus wie so ein Drogen-Junkie, oder? Wat? Das erinnert mich, oh Gott, ich glaube, das hieß irgendwie 4 gegen Z oder so. Wie da der Bösewicht. Alter, gib ihm eine Klaue, er sieht aus wie Dr. Claw. Aber Keks, mir kannst du es auch nochmal schicken. Ich brauche diesen Arschtritt auch nochmal. Du brauchst diesen Arschtritt auch nochmal. Ich möchte im Strahl kotzen. Oh Gott, hol, wollen wir demnächst irgendwie mal ein Video machen, warum wir, wo wir uns auskotzen können über Realverfilmung von Disney? Ich mach mit! Können wir da, oh, ja. Können wir da bitte einen Podcast draus machen? Oh ja. Bin oh, für. Ja. Können wir das bitte? Oh ja, gerne. Am meisten, ein Shoshcast. Am meisten Shigo ist eine kleine Bitch. Ja. Sie ist auch so, oh, ich kann's besser, aber sorry, nicht so. Ja, aber nein. Guck sie dir an, Alter. Ich sehe die Augenringe bis hier. Oh Gott, nee, ich mach es weg. Das ist ja ekelhaft. Oh, das ist. Vor allem. Das ist an welchem Punkt ist denen nicht aufgefallen, dass sie vielleicht mal so mit den Farben arbeiten sollten? Grün und Blau? Ja, Alter, das sieht aus wie ein. Einfach nur. Nee, Alter, nee, ich will nicht mehr. Ich meine, Shigo sieht aus, als ob sie gleich Bollywood tanzen möchte und der andere hat Krampfadern im Gesicht. Eben. Am meisten, das ist das falsche Grün. Es ist das falsche Grün. Oh Gott. Das noch dazu. Oh Gott, nee. Es ist ein Neon-Giftgrün, was sie trägt. Und dort trägt sie ein normales Grün. Das ist zwar irgendwo eine Kleinigkeit, könnte man schon fast sagen, aber es sieht irgendwo echt nicht danach aus. Also, ja. Erst, als ich gelesen habe, von wegen so, das waren Shigo und Dragon, sei ich so. Was? Ich weiß. Als schlechtes Karnevalskostüm, ja. Ja. Aber nichts, was ich wirklich von einer ernsthaften Filmproduktion erwarten würde. Daraus machen wir einen Shoshcast, when. Oh. Endlich mal wieder ein Thema für einen Shoshcast. Weil ich muss ja echt sagen, weil ich liebe Kim Possible. Ja, okay, gut, da kann ich Draghi jetzt auch wieder verstehen. Gerade bei etwas, wo bereits existiert, also quasi wo schon eine Serie war, eine komplette. Gerade da muss man denn auf Details achten. Ja, natürlich. Weil du hast etwas, worauf du basierst. Du musst dir nichts neu ausdenken. Ich meine, wie schwer ist es? Guck auf die Vorlage, mach's nach, Ende. Ja. Und denn je mehr du ins Detail gehst, desto besser ist es, kommt es dann am Ende auch an. Oder wird anerkannt oder, wenn es gut läuft, weniger zerfickt. Cheryl, ja, ich lese Chat. I can read. Ich habe lesen. Ich habe lesen und schreiben. Alter, nee. Oh nee, wenn sie mal American Dragon machen würden. Es gibt so viel, wo ich nicht möchte, dass sie ihre Hände dran machen. Nicht diejenigen, die da momentan zu entscheiden haben, ist gut so. Vor allem, es ist ja schön, dass sie alte Disney-Klassiker aufleben lassen wollen, aber warum muss jetzt mittlerweile es von jedem Disney-Film eine fucking Realverfilmung geben? König der Löwen, das neue, sehe ich nicht mal als Realverfilmung, das ist ein fucking CGI-Fest. The End. Weißt du, was das Schlimme ist? Vor Jahren, wirklich Jahren, ich glaube, das ist jetzt schon 10 Jahre her, da kam auf ProSieben eine zweiteilige Filmreihe, wo eigentlich 1:1 König der Löwen 2 gewesen ist, mit echten Löwen. Die haben halt die Viecher da halt so ein bisschen labern lassen, aber im Prinzip, du hast nur Tieraufnahmen gehabt. Das sah besser aus als das. Eine fucking ProSieben-Produktion. Muss man da jetzt noch groß drüber diskutieren? American Dragon. Oh, ja, so. Oh, je, je. Nee, komm, lass gut sein. Let it go und so. Ich guck mir gerade so ein paar Impossible Cosplays an und denke mir so, das sieht alles tausendmal besser aus, als was die dort haben. Ja, dann sollten sie sich halt auch mal wirklich professionelle Cosplayer als Beratung erholen. Schatzplanet als real. Oh, der Schatzplanet war eigentlich ein voll schöner Film.
Ja, aber das Ding wird eigentlich nur ein riesen GDI-Massaker. Ja, würde dann werden. Deswegen bin ich froh, dass da noch nichts genannt wurde. Ich meine, Schatzplanet, man muss ja mal ehrlich sein. Der Film hat eigentlich nur versagt, weil sie sich die beschissenste Release-Zeit ausgesucht hatten. Ja, die haben versucht, sich mit irgendwie, ich glaube, dem ersten Harry Potter-Film anzulegen. Also. Echt? Kam ja. Harry Potter schon? Ja, der kam zeitgleich mit dem ersten Harry Potter. Deswegen ist der Schatzplanet so richtig gefloppt im Kino. Obwohl das eigentlich ein ziemlich guter Film war. Wo halt wirklich diese Story von der Schatzinsel genommen hat und tatsächlich in ein Setting gesetzt hat, wo tatsächlich interessant ist. Deswegen, also der Film an sich war interessant. Aber ich glaube, der wird jetzt thematisch eher mal ganz hinten anstehen. Ich meine, sie wollen jetzt die fucking Fluch der Karibik komplett rebooten. Das wollen die. Ja. Ihr habt den erst Sonntag geguckt? Oh, nice. Ich müsste den auch mal wieder gucken. Schatzplanet ist eigentlich ein awesome Film, wie ich meine. Wie gesagt, hat sich fürs Kino nur den bescheuertsten Zeitpunkt ausgesucht. Ja gut, das Schicksal hatte ja auch Titan AI. War auch ein super geiler Film mit einem geilen Planeten am Ende. Titan AI habe ich nicht mal geguckt. Der war klasse gemacht. Den kenne ich tatsächlich nicht mal. Aber der hat er sich nicht auch so einen richtig beschissenen Zeitpunkt ausgesucht? Ja, da kam auch, glaube ich, so um die Weihnachtszeit raus. Wo es andere Sachen gab, die man gucken konnte. Aber der Film war klasse damals. Von das Ende. Wie willst du den Planeten nennen, Bob? Ich hab das Kind weggeschossen. Das ist bestimmt beim nächsten. Yes! Bitte hilf uns. Was für ein Kind? Das Panda-Kind über den Haufen geschossen. Yes! Ich meine, das ist hart verwerflich. Oh, jetzt muss ich alles nochmal machen, ey. Ich wusste nicht, dass ich die Panda-Kinder treffen kann. Alter, voll das Panda-Kind über den Haufen geballert mit dem Feuerball. Ich hoffe, du schämst dich. Dann ist ja gut. Deswegen, der Schatzplanet ist ein awesome Film. Hatte halt sich nur eine beschissene Zeit ausgesucht. Hätten sie den im Januar gezeigt, ich glaube, der wäre viel besser angekommen. Oder halt, Quatsch, im Januar, Blödsinn. Einen Monat später nach Harry Potter. Weil meine Güte, gegen den ersten Harry Potter Film, da hättest du abschmieren können. Wie stehst du zu Black Butler? Habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Oh fuck, oh fuck! Oh, ich lese einmal Chat und passe dann nicht auf und mach Dinge passieren. Uiuiuiui. So, jetzt bloß nicht wieder die Panda-Kinder wegbomben. Ja, das ist basically eine Escort-Mission auf dem On-Rail-Shooter. Es ist total langweilig hier oben. Du hast sie nur vorausgeschickt. Du hast sie nicht getötet. So kann man es auch sehen. So. Sie sind halt mit dir hell ein bisschen verschütt gegangen. Geht's auch. Nimm dieses glänzende Ei. Vor allem, das hat jetzt schon gereicht. Weißt du, wie habe ich das Vieh vorhin getroffen? Okay, nice. Achso. Nee, also Animes, ich schaue aktuell abends vom Pen immer noch regelmäßig auf Netflix ein paar Folgen Animes. Aktuell gucke ich halt von Metal Alchemist Brotherhood. Und ich könnte es darauf schieben, dass da meine Schlafprobleme liegen. Weil ich am liebsten immer mehr Folgen gucken würde. What the fuck? Wo bin ich hier? Ach, hier. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Genau, Ende. Ich glaube mehr. Deswegen, ich bin jetzt irgendwie. Das Problem ist auf Netflix. Fullmetal Alchemist war nicht in Staffeln, ne? Das war durchgehend. Brotherhood? Ja, Brotherhood. Ich glaube, das wurde komplett am Stück rausgehauen. Ja gut. Nee, das Problem ist, da auf Netflix ist das in Teilen unterteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, also bei welcher Folge ich technisch gesehen bin. Also,
Das letzte, was passiert ist, dass sich Captain, ich habe zwei Schwerter und bin in Wirklichkeit ein Böser, sich jetzt mit dem anderen Dude anlegen will, mit dem aus dem anderen Land da. Sing, hieß er Sing? Ich glaube Sing hieß er. Ach, mit dem Prinzen. Genau, mit dem Prinzen, mit Aladdin. Aber Vorsicht, der hat Will Smith. Der hat Will Smith, oh nein! Ich freue mich schon, wenn ich Resi 2 spiele. Da freue ich mich schon auf Will Smith. Ja, freue dich auch auf den Reboot der Resident Evil Filme. Gut, die Frage war auch, worauf freue ich mich 2019 am meisten? Auf meinen ersten Gehaltscheck. Wenn wir so fragen. Den Kim Possible Film. Nee, das ist eigentlich schwer, weil nächstes Jahr kommen echt eine Menge Sachen raus, worauf ich mich freue. Halt Resident Evil 2, DMC 5. Kommt schon eine Menge Zeug nächstes Jahr raus. Ja, Kingdom Hearts 3 werde ich wahrscheinlich auch streamen. Also um die Frage mal kurz zu beantworten, weil letzten Endes, ich bin trotzdem noch so ein leichter Kingdom Hearts Fan. Ich werde mir nur wahrscheinlich einmal von Andy die Story erklären lassen. Jeder ist niemand und niemand sind herzlos. Deswegen, ja. So, jetzt der Plan geworden. Du quatschst keine 5 Minuten zuvor von Fullmetal Alchemist. Was habe ich in meinem Team? Elric. Ist er denn auch klein? Keine Ahnung. Er führt sich auf jeden Fall wie ein Kleinkind auf. Ah. Das könnte spicy werden jetzt. Komm her. Oh, yes. Was mich eigentlich mal wundert. Warum sind sie eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, von Filmen eine Serie in Real rauszuhauen? Also weniger Aufwand kann man sich gar nicht machen. Wir nehmen Will Smith als Filmer. Basically, gute Idee. Filmer war toll. Ja, doch. Ich weiß noch, das eine Mal, den einen Japan-Tag, wo wir halt einen Filmer-Marathon gemacht haben. Einmal die ganze Zeit nur Filmer geguckt. Uff. That's a big uff. Uff da da, uff da da. Der ist auch. Eieiei, ich bin jetzt gerade schon erst Fünfter. Jesus, das kann ja was werden. Fuck! Jetzt schon neu starten? Nee, es ist gar nicht mal schlecht, weil ich die Strecke jetzt einmal kenne. Abgefackelt. Also das ist jetzt erst die erste Runde. Okay. Okay. Jetzt kann ich neu starten. Ach Gott. Kopf, hör auf mit diesen Ideen. Oh nein. Nee, ich stelle mir gerade weitere Realfilme-Varianten vor. Oh Gott. Disneys große Pause. Oh, oh Gott, nein. Oh, du bist krank und ich möchte, dass du das weißt. Die Wochenend-Kids. Oh nein. Oh nein. Kopf, hör auf. Noch eine Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest. Diesmal ist das Biest ein Furry. Ist doch eh schon. Ja, das ist ein Mega-Furry. Ja. Die T-Tasten glänzen noch mehr in GDI. Yes. Cool. Es wird immer ein bisschen mehr GDI werden. Oh, Chip und Chap, oh ja. Ich höre da nicht. Ich höre das gar nicht. Duckwing Duck featuring Howard the Duck. Das ist doch lustig. Ja, doch, das wäre tatsächlich irgendwo witzig. Das muss ich auch mal sagen. Das wäre sogar, die Idee ist tatsächlich irgendwo witzig auf Papier.
Ich hasse die Rennen, ey. So fucking scripted. Man driftet halt in der Luft so merkwürdig. Das ist... als würde man fliegen. Scheiße. Warte mal, kann ich? Kann ich nicht. Wow, wie man auch instant verliert. Glöckner von Notre Dame in der Hauptrolle Donald Trump. Okay, die Idee ist, die ist nice, die gefällt mir. Daraus können wir Geld machen. Naja, aber ob der Donald noch fit genug ist, um den ganzen Turm hochzukrabbeln. Ja, der macht nichts. Benutzt einen Kran. Heb den Dump hoch. Hump the Trump. Hump it. Hump the Trumpet. Ja, deswegen. Wow. Hyperspeed. Super duper da ba da ba da da. Hyperspeed. Boom. Badusch. Alter, das stört ihn überhaupt nicht. Okay, ist auch ein Flugzeug, also. Yeah, yeah. Lass mich los, du Wichser! Wir müssen noch den ersten kriegen. Ah, der ist so. Alter, ist der weit vorne. Raketenrennen. Okay, nice. Okay, eine verrückte Idee. Sollten sie jemals Herkules real verfilmen, will ich aber, dass Jason Statham Herkules ist. Jason Statham? Ich weiß nicht. Ach, kannst du ihn dir nicht vorstellen mit so einer Friese? Aber als Herkules? Okay, gut, du hast recht. Als Film macht das sich besser. Nee, als Film brauchen wir wirklich Realfilm Danny DeVito. Oh ja, Danny DeVito, oh ja. Da brauchen wir wirklich real Danny DeVito. Also, stimmt ja, doch. Also wenn er schon die Stimme macht, dann brauchen wir auch ein Original Danny DeVito. Also ohne akzeptiere ich gar nicht. Stimmt eigentlich, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Wer könnte Herkules sein? Wir wollen so einen richtigen Beef-Lord einfach. Undertaker ist leider zu alt. Stell dir mal vor, Undertaker in seinen jungen Jahren. Als Herkules. Es gibt doch schon eine Herkules-Verfilmung. Ja, wir reden hier nicht von Fabio, hallo? Wir reden hier nicht von motherfucking Fabio und seinen glänzenden Haaren. Wir reden hier von richtig Beef Lord Herkules. Wir brauchen Chris Redfield als Herkules. Chris Hemsworth, wer ist Chris Hemsworth? Der Tordarsteller? Ach, der Tordarsteller? Oh ja, doch. Ja, doch. War doch Chris Hemsworth. Ah, das? Ich bin gerade am Grübeln. Gummibärenbande als Realfilm. Oh, da wird ja immer schlimmer hier. Boah, was willst du denn da nehmen? Das wäre ja dann auch wieder so ein pures CGI-Gewichse. Entweder das oder du stoppst Leute in so Furry-Suits und lässt sie dann durch die Gegend. Oh Gott, das wäre ja noch schlimm. Oh, das Schlimme ist, ich will denn immer nichts gegen Furries sagen, aber es wäre schrecklich als Filmkonzept. Ich meine, so vom Konzept her hat das bei Evox auch funktioniert, kleine Kinder in einem Fellanzug. Oh, Evox. Wir haben da echt kleine Kinder reingesteckt. Ich meine zumindest, dass das Kinder waren. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich meine, sie hatten auch Kleinwüchsige dabei, aber ich meine, da waren auch Kinder vom Produktionsteam. Vielleicht auch Danny DeVito. Ich glaube, der hat damals Besseres zu tun gehabt. Ich weiß jetzt aber gerade echt nicht, wenn alles in der Besetzung drin steckte. Ja, aber wen könnte man sonst noch? Als Herkules. Man hat erlegen. Oh fuck. Ich meine, Dwayne Johnson hat ja schon mal Herkules gespielt in einer anderen Produktion. The Rock? Ja, doch.
Ich meine, er hat auch so dieses typische, ich gebe einen Fick auf alles, Lächeln. Sekunde, aber wir müssen auch noch die Frage klären, wer macht den jungen Herkules? Ah, oh, ja. Das ist denn Jason Statham. Oder Danny DeVito. Er ist so eine Terry Crews! Ja, richtig, ist egal, dass er eigentlich schwarz ist. Ach komm, das sei nicht rassistisch. Ja eben, das ist rassistisch. Weißt du, Herkules ist auf einmal schwarz. Hey, er ist ein Halbgott, der kann das. Oh Mann. Oh, das sind ja, technisch gesehen, er ist ein Halbgott. Terry Crews. Ultrasound Power! Hat Herkules wieder die Sonne gelöscht? Ja. Wen nehmen wir als als Hades? Gute Frage. Wir brauchen so ein richtiges, ich gebe einen Fick auf alles Arschloch. Wir brauchen so einen richtigen, ich weiß auch nicht, so eine richtige Hässlette. Jemanden, dem wir die Haare anzünden können. Oder am besten jemand mit einer... Das ist Jason Statham! Jim Carrey wäre aber auch richtig geil darin. Jim Carrey können wir uns nicht leisten dafür. Ach komm, dann macht das einfach nur aus Sympathie für den Charakter. Ich will gar nicht wissen, wie viel allein die IP kostet, also von daher. Wenn Sonic den haben kann, können wir den auch haben. Wenn Sonic... William Dafoe! Genau! Wir nehmen William Dafoe! Oh Gott! Wenn er dann wieder seine Monologe hält. Oh Gott! Dafoe als fucking... Ne? Alter, Dafoe als Hades. Und wenn er einen Anfall kriegt, dann ist er plötzlich der Goblin. Ja. Oh Gott! Die Idee gefällt mir tatsächlich. Oh, Dafoe als fucking Hades, ey. Wobei, wenn ich mal überlege, junger Herkules, wie ist nochmal der Darsteller aus Scott Pilgrim? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, wen du meinst. Der wird doch auch ganz schnieke. Warte mal, Weihnachtsmann und Coca GS Realverfilmung, oh nein. Also der 100. Weihnachtsmann-Film. Ich bin ganz ehrlich, ich mochte Weihnachtsmann und Coca GS nie. Ich weiß nicht, ich konnte es irgendwie nach einem Weihnachten nicht mehr sehen. Vor allem ist es normal, dass ich langsam anfange, Sparks zu verstehen. Ich fühle mich, das haben die ja so gemacht. Du verstehst langsam Libelle. Ich verstehe libellisch, ja. Mm. Ich weiß nicht, ob ich damit zum Arzt gehen sollte oder sonst was. Wer weiß. Michael Cera war Scott Pilgrim. Scheiße! Ich kann mir aber seinen Namen auch nicht merken, aber der Typ war auch verdammt gut. Ja, vor allem, er ist so ein Schlagsheinz, der könnte echt den jungen Herkules gut geben. Stimmt eigentlich. Ja, doch. Also das liebenswert Trollklicke hat er auch drauf, also er wäre perfekt. Hey, Disney, call me. Disney, call us. Wir machen gern noch mehr schlechte Realverfilmung von euren IPs. Und wisst ihr was? Wir haben jemanden, der bessere Kostüme hinkriegt als ihr. Echt mal. Hey, Keks. Du arbeitest jetzt für uns. Nur wenn ihr mir eine Million pro Stunde zahlt. Pro Stunde? Eine oder? Million Luft. Okay. Eine Million Sandkörner. Geht klar. Ich gehe dann schon mal ein bisschen Sand sieben. Mhm. Ja, drei Eimer müsste passen. So, was ist hier die Mission? Was ist hier mein Auftrag? Und warum wollen wir eigentlich in jeder Rolle immer nur Jason Statham haben? Weil der Mann toll ist. Stimmt eigentlich. Da kann ich nichts gegen sagen. Ich mag Jason Statham. Er ist wie so eine große, haarlose Grumpy Cat. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Ach ja, stimmt ja, die reden hier alle in Haikus. Das habe ich ganz vergessen. Ein Kaku? Nee, das muss ich sagen, das war schon damals im Original, aber als Kind merkst du das nicht, weil du keine Ahnung hast, was in Wirklichkeit ein fucking Haiku ist. Aber in dieser Welt reden alle NPCs, die mit dir reden, in Haikus.
Klingt nach Krankheit. Komm, du weißt ja wohl, was ein Haiku ist. Ja, aber dass alle darin reden. So Haikus sind cool. Ja, aber nur wenn Zero das macht. Nee. Doch. Haikus sind generell cool. Es ist eine Dichtkunst, du Banause. Ja, du bist vielleicht ein Dichter, aber ich bin noch dichter. Partei. Digimon als... Oh nein, Digimon als Realverfilmung, da wird der Nee, nee, Kinders, da betreten wir gerade ganz, ganz dünnes Eis. Ja, das kann arg in die Hose gehen. Das ist eine Faktzone, die wollen wir nicht betreten. Ich meine, Detective Pikachu akzeptiere ich noch, der Film sieht interessant aus. Auch wenn sich darüber Leute auch streiten und ich mir denke so, Alter, what the fuck. Problem ist, ich kann einfach dieses Pikachu nicht ernst nehmen. Weil es fucking Ryan Reynolds ist. Stimmt, wir nehmen einfach Ryan Reynolds als Zeus. Ryan Reynolds als Zeus. Der könnte aber auch einen guten Hades abgeben. Stimmt eigentlich. Also hallo, Ryan Reynolds in seiner besten Zeit? Also, aktuell? Immer? Mensch, also, ne? Disney, call us. Wir haben die Ideen. Ich müsste mal dieses Digimon Try, oder wie das heißt, müsste ich tatsächlich mal gucken. Ich höre da immer nur Gutes drüber, hab's aber selber noch nie gesehen. Digimon Try Me. Digimon Try oder Digimon Why? Digimon Why! Why, Digimon? Sponsored by John Click. Womit wir wieder bei John Wick wären. Wären. Wir haben ein bisschen texanisch. Aber mit wären wir wieder woanders. Wäh. Ach, das ist Wasser. Oh, es ist böses Wasser. Evil Water. Oh, Geldfuck. Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Natürlich, jetzt redet der auch noch in Haikus. Sicher, aber halt den Mund. Eine gute Wahl. Ich hab mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsch dir viel Glück. Von den Regeln des Haiku bin ich jetzt befreit. Oh, Alter. Haikus sind toll. Ende. Muss ich mal schlau machen, wo Haikus nochmal genau herkommen. Ich weiß, es war japanische Dichtkunst. Ich frage mich nur, wie man drauf gekommen ist. Sie mussten Papier sparen. Das stimmt auch wieder. Haikus. Haku. EQ. Sparks. Lauchboy. Nein. Für den Herkules-Film als Zeus Batista. Batista? Komm schon, Drax der Zerstörer. Ja, ich würde es ja anerkennen. Ja, doch. Oh, da oben ist eine Schüssel. Ich meine, ein Schlüssel. Ich meine, wenn der versucht, fröhlich und ausgeglichen zu sein, das ist immer so awkward. Boing. Ich stehe nun seit einer Stunde hier. Drache, so viel tapferer das Geheimnis ist, sich nicht zu bewegen. Hier, nimm jetzt das Ei. Weil Geldsack scheiße ist, deswegen. Der kann nicht in Haikus sprechen.
Naja, er spricht in Dornnoten. Glaube, eine Trillion Mark. In Haikus zu reden ist immer ziemlich tricky eigentlich. Haikus schreiben geht eigentlich. Muss sich halt immer nur an die Regeln halten. Sos. Die englische Stimme von den Biestern kenne ich gar nicht. Die haben es damals nie wirklich in Englisch angetan. Ich kenne es halt noch original selber aus dem Deutschen. Deswegen ich es auch irgendwo schön finde, dass sie wieder eine deutsche Synchro gemacht haben. Aber ich kenne nicht die englische, muss ich sagen. Uff, nö. Dip, 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 in a whiz, 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 in a water, in a water. Füllt das aus. Was verbirgt sich nun hier drin? Ich sage es dir. Das ist sogar falsch. Das Aus wird bewohnt von einem Zauberkundler. Nun ist er erwacht. Wer das Aus erhält, den schwört er zu vernichten. Lieber dich als mich. Ah, okay. Ach, der. Wurm. Weit sei das doch. Babusch. Babuschka. Pushkin. Cool, das hat getroffen. Boogie. Quack. Headshot. Soddele. Schmeiß. Und Karton. Da. Ja, eben, also wie ein Haiku geschrieben wird, weiß ich. Die Silben sind damit gemeint, ja. Das ist richtig. Kaputt. Herbie. Wegen Haiku sind toll. Oh, da ist die Mission, auf die ich keinen Bock habe. Das wird jetzt witzig. Welch süßer Sumpfduft. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Mal gucken, wie die Hitbox hier funktioniert. Warte mal, bevor wir jetzt hier... Nee. Okay, ich kann das aber so machen. Das ist nice. Sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru hilf uns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilf Gila uns auch. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier. Mal gucken, du liebst Haiku? Ach so. He dead. Not big surprise. Okay, ja. Diese Mission war ein absoluter Rotz. Kommen die Steine neu? Beziehungsweise folgt er einfach dem Weg? Ich glaube, er folgt einfach so ein bisschen dem Weg. Ja, doch. Der ist auch viel schneller, ey. Okay, nice. Der folgt einfach nur... Tut er nicht. Er geht wieder zurück. Was ein Arschloch. Yeah. Yeah.
Aber die Steine bleiben weg, kann das? Hm. Ja, die Steine bleiben weg. Nice. Das heißt, man muss sich nachher nur noch um die Pilze kümmern. Okay. Ja, es ist zwar ziemlicher Try-and-Error-Shit, aber meine Güte. Ich glaube, der zweite Run war schlimmer. So, hier bleiben wir mal direkt drauf. Oh Gott, sagen. Gut, da ist der Weg. Oh fuck, hier ist noch ein Stein. Nein! Oh Mann, ich hätte mal erst die Steine wegräumen sollen. Au! Yeah. Yay, macht doch Spaß so viel. Ja, dass die Pilze wieder rauskommen, weiß ich nur. Oh, es ist so nervig. Es ist so eine dumme Escort-Scheiße einfach. Aber immerhin kommen die Steine nicht wieder. Genau. Spoing. Beim den hier musst du schon fast ein bisschen timen, weil das so... Ne? Komm! Dankeschön. Ist der schnell unterwegs auch, ey. So, das war Nummer 1. Jeder hat diese Mission total gehasst. Danach gibt's aber auch, glaube ich, keine Mission mehr wirklich, die so richtig abfuck ist. Hilfst du nun meinem Bruder? So, jetzt wird's nochmal schlimmer. Spreng ich. Ja, komm. Jetzt ist. Das wird nicht witzig jetzt. Weil er folgt nicht dem Weg. Sondern nur manchmal. Das ist jetzt also ganz großes Try and Error. Ja. Oh shit. Okay, den ignoriert er. Das heißt, ich kann direkt hier hin. Dann gehe ich mal... Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass er schlicht und ergreifend... Oh fuck. Da ist natürlich noch ein Stein. Das ist wunderbar. Den habe ich... Ja, gut, der ist jetzt auch nicht mehr da. Die Mission mit von Agent 9. Also wenn sie da ein bisschen was geschraubt haben, dann dürfte das eigentlich noch am angenehmsten sein. Ich habe die jetzt aber auch... Ich bin aber mal ganz ehrlich, ich habe die Mission um einige schlimmer in Erinnerung hier. Achso. Okay. Habe ich um einiges schlimmer in Erinnerung. Ich habe den Stein, oder? Ne, der ist jetzt weg. Das ist die Frage, wo... Oh, der will einmal im Kreis, der Sack. Hast du ihn, ey. Nee, der ist unwichtig. Der hier. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Komm. Schön umgeklippt. So, oh Mann, ey. Es ist einfach nur Try and Error. Also wenn du weißt, wo du lang musst, dann ist das ja absolut kein Ding. Habe ich den jetzt vergessen? Nee, habe ich nicht. Aber er hier, habe ich das Gefühl, geht um einiges weniger an Pilzen vorbei. Muss man sich um einiges weniger merken. Die ignoriert er auch alle, also geht er zu dem hier. Musst du einfach immer noch merken, wo rennt er rein. So, das war sogar schon fast ein bisschen zu früh. Dann habe ich das Gefühl, dass er da auf den hier geht. Nee, er geht durch die Mitte. Weißt du, das Offensichtlichste. Natürlich, komm, mach. Zack hier jetzt. Meine Güte, das ist nicht schwer. Es ist nur nervtötend. Kannst so viel nebenbei hier machen. Während der da rumpimmeln ist. So. Kommen wir da schon direkt zu dem hier. Also ich hab's um einiges schwerer in Erinnerung. Allerdings ist es immer noch absolut nervtötend, weil es absolut dumm gestaltet ist.
Oh, ey, komm an hier. Komm mal in meiner Welt an. So, jetzt den letzten. So. Haben wir es jetzt. Geht doch. Was eine scheiß Mission, ey. Ah, cool, ein dummes Kind. Nice. Die Eier sind frei. Zwei Drachen sind geboren. Nice. Kick ich dir jetzt ins Gesicht. Hm? Ich dreh dich auch. Hä? Erstmal treten. Das hat er sich verdient, ey. Für so eine Kackmission. Da hab ich noch was vergessen. Und babum. Hm? Oh. Fies. Was hab ich denn jetzt schon wieder vergessen? Hä? Da auch? Tatsache, da auch. Ja, wie soll man das denn ohne Sparks wissen? Na gut, wenn man es weiß halt, aber... fiese Verstecke. Also du bist abhängig von Sparks. Ja, wenn er mal seinen Job richtig machen würde. Der nutzt dich aus, das weißt du. Ja, der nutzt seinen Arbeitsvertrag aus, der Wichser. Der weiß genau, ich kann ihn nicht feuern. Was denn jetzt schon wieder? Ach hier, der eine. Und dann tut er immer so nach dem Motto, ja, der ist, den hole ich dir von ganz weit. Genau so macht er das. Oh cool, Level komplett. 100%. Eieieiei. So, dann haben wir die zweite Welt ja schon fertig, ne? Also jetzt nur noch Boss und dann... Ja gut, halt nicht komplett, weil uns fehlt ja noch der Yeti. Was sie aus dem gemacht haben, bin ich mal gespannt. Aus dem Yeti-Fellball. Yay. Folge mir, Spyro. Der Kreisel erwartet dich. Der Himmel sei dein. Okay, cool. Verlies von Butz. Nee, Abendsee. Ja, der nächste Boss. Dann gehen wir nochmal kurz zurück, machen die Sparks-Mission. Ja, aber ich glaube, ich mache heute noch die dritte Welt fertig. Das sollte machbar sein. Aufgabe und du versagst. Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber... Vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser... Herr Ryder, deine Sicht sehe ich auch so. Sag dem Motto, Drachen warum fahren, wenn du einen fahren lassen kannst? Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte. Aber was ist, du sitzt mit ihr in einem Raum, der furzt? Ist das so ein Schweiß bei? Okay, die Stimme vom Yeti gefällt mir. Das Design ist auch neu. Avada Kedavra. Kadaver? Wenn auch. Ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran.
That's a huge bitch. Natürlich, gib dem Vieh eine Knarre. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Nice. Das war der Boss. Oh ja, ich erinnere mich. Mino Likey. Me definitely no Likey. Zack. Quack. Ist aber nice. So. Der Typ hat auch ein richtig geiles Angriffsmuster. Even more quack. Oh nein, jetzt schießt er dreimal. Was soll ich nur dagegen tun? Dein Angriffsmuster ist unpassierbar. Wow. Haben sie den genervt oder was ist das? Alter, das war ja piss einfach. Den haben sie aber mal extrem genervt. Ihr habt den schwerer in Erinnerung gehabt. Gar nichts gemacht, der Boy. Vielleicht bist du einfach nur gewachsen mit den Jahren. Ich bin einfach nur zu gut, du hast recht. I am too good. Ja, irgendwie, ich glaube, der hat nur noch einen Laser. Konnte er nicht auch irgendwie die Items gegen dich verwenden und sowas? Also, nein, der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten als nur den Blödsinn. Aber das war ja mal... Alter... You laugh, you lose. Und er hat richtig hart geloost. Richtig hart genervt. Hör zu, Drache. Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaub mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Nein. Nein. No. Soddele. Oh, dann mal gucken. Machen wir erstmal den Yeti und machen dann den Kram fertig. Ich würde sagen, ja. Muss erstmal nur erinnern, wo war der Yeti hier nochmal? Oh, die Musik ist aber auch schön. Sniff. Hallo Spyro! Dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegt. Nice. Hey Ryder, danke für den Bit. Habt ihr ein Weihnachtsgeschenk gegeben? Meinst du den Bit? Da bin ich dir auch dankbar drüber. Oder was meinst du? Ihr habt doch schon... Ihr seid doch schon so ausgerastet. Sind geboren, haben instant eine Cap auf dem Kopf. Das ist wunderbar. Yo. Hi. Gek, 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 gek. Wir sind unter Wasser, so besonders ist das nicht. Steam Nick. Oh nein. Oh nice. Hat der Wal eine Badehose? Was ist hier auf einmal los? Warum ist alles so mega verbuggt, sobald es um diesen Wal geht?
ist der Mega-Wal. Ich wollte sowieso nachher noch auf Steam, weil ich noch ein bisschen Final Fantasy zocken wollte. Na komm. Oh, also unter Wasser hätten sie echt ein bisschen schöner machen können. Das ist teilweise immer noch echt ätzend. Auf Riesenbesen soll gewesen, was im Friesenland gewesen, mit dem Schrubber und dem Besen auf dem Deich und unter dem Tresen. Wo war der Yeti nochmal? War der irgendwie... War der im... In dem Turm? Ich glaube, er war im Turm, ne? Meine. Alter, dieser Wal, ne? In der verkackten Badehose. So. Hier sind erstmal zwei Level direkt nebeneinander. Oh Gott, das wird... Ich glaube, der war hier oben. Boink, boink, sploink, boink, ouch. Ne, hier ist Sparks. Hier ist das Sparks-Level. Wo weht denn das jetzt noch mehr? Aua. Deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass die Menschheit noch, bevor Otto Walke stirbt, sie irgendwie, dass wir irgendwie Kyrotechnik entwickeln können, damit wir Leute ewig konfiszieren können. Ist zwar nicht würdig, aber meine Güte. Man muss ja auch einmal am Tag egoistisch sein, oder? Was ist denn der scheiß Yeti? War doch hier irgendwo. Hänsel und Grötel verirrten sich im Wald. Da war es finster und auch so ziemlich scheiße. Sniff. Oh ja, ich sag's schon mal jetzt im Voraus, ne? Morgen kein Stream, weil ich werde wahrscheinlich morgen absolut mit Weihnachtseinkauf zugange sein. Also halt Weihnachtseinkauf, sodass ich denn nach morgen nie mehr einen Einzelhandel sehen muss für die nächsten paar Tage. Zumindest für bis nach Weihnachten. Hänseln und Grötinnen, Rückschläge, die Böcke in die Gehölz sind. Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinox. Ja, aber der Käfig war bei ihr, weißt du, im Wohnzimmer. Also warum hat sie ihn jetzt hier hingestellt? Nicht billig rauskommt. Spaß? Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Oder doch? Ach, egal. Jetzt ist es meins. Ist meins. Oh, jetzt kriegt er die Keule. Ja, der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. RKO out of nowhere. Noch einmal mehr? Mindestens. Oh, richtig. Hier, einer voll in Dick. Erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Alter, voll in die Nüsse gekeult, ey. Gott, klingt das falsch. Oh, Mann. Ich mag ja den nachher noch mehr, wo Geld sagt einfach, wo Dings ihm in die Eier schießt. Ich finde ich viel schöner.
Und nein, er schießt ihm nicht auf die Füße, nein. Das müsst ihr euch, da müsst ihr euch getäuscht haben. Ich helfe dir gern, Spyro. Aber meine erste Sorge gilt meinem kleinen Bruder. Ich fürchte, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Jetzt bin ich einmal gespannt, wie sich das anfühlt. Oh yes. Oh yes. Oh, this is fun. Hey Bro, es wäre echt cool, wenn du den Felsbrocken zerschmetterst. Hau einfach mal zackig drauf. Okay, seine Stimme ist absolut ekelhaft. Tja, jetzt musst du wohl sterben, Junge. Aber immerhin ist die Musik noch so wie damals. Ich weiß nicht wieso, irgendwie kriege ich mit dieser Kameraposition voll die Resident Evil 4 Hypes. Akku fast leer. Das kannst du auch so nicht sagen. Du musst das anders betonen. Akku! Akku fast leer. Er kann laufen? Hä? Wer kann laufen? Wenn du mit deinem Wirbelmove den Schneeball... Wirbelmove! Alter. Mein Arm verwandelt sich einfach in ein Tornado. Stimmt, jetzt rennt er richtig. Barf. Problem ist, die Kamera ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ist mir ein bisschen zu nah, ehrlich gesagt. Hey. Arf. Er ist immer noch nicht wirklich schnell, aber er ist auch nicht wirklich langsam jetzt. Das klingt aber schön, wenn man Sachen mit der Keule haut. Jo, okay. Ah, super. Sparks is dead. Mit der Keule. Ach komm, wirklich? Sparks, hol. Hol doch mal. Meine Keule kann da... Alter, ey, Sparks, ne? Fuck, ich hasse dich, ey. Sparks ist tot. Wo ist der Verlust? Das ist, könnte man manchmal echt fragen. Gott ist tot, nach Sparks ist tot, nach ihm wird nicht mehr gesucht. Wir sind zum ewigen Leben. Zum ewigen Kleben. Ja, zur Sonne. Coca-Cola. Kings, wir haben es begriffen. Wir wissen, dass du das Lied magst. Ich kann es verstehen, also. Habe ich das Ding hier nicht? Habe ich nicht, okay. Oh Gott, aber der Jedi ist echt noch ziemlich langsam. Ist trotzdem noch ziemlich lame. Aber ich mag immer noch die Musik, wo es dann so geht, so... Hau noch mal, nochmal! Fable! Ich mag die Musik immer noch, die ist toll. Die Musik nenne ich einfach mal ein Weeaboo. Oh, nice Moonwalk. Boom. Oh, du Keule. Ah, trotzdem Spaß. Die Musik ist toll, ja. Und man kann in so schneller Folge reinhauen. Das tut gut.
Nice. Schmeckt lecker nach Vanille und tut gut. Das macht Spaß und ist fair. Ah, Sparks ist wieder tot. Muss also alles wieder selber machen. Also wie immer. Ja, doch, die Kamera ist mir echt ein bisschen zu nah. Ist schwer, ein bisschen was zu sehen eigentlich. Und schau mal, du Wurmer! Wurmer, hin mit dem! Wurmer! Die Wandmalerei da vorne. Hey, Bro. Immer schön drauf. Hässlicher Hase, immer schön draufhauen. Das muss knüppeln mit der Keule. Danke, Bro. Hier hast du was Kleines für deine Steinsammlung. Alter, kann der mal aufhören, seine Popel zu essen? Das ist echt widerlich. I will fucking kill you. Nein, halt nicht. Komm mal, wo war da? Hey, Bro. Ei, du Schwachkorb. Ja, was glauben eigentlich immer die Leute, was das ist? Ein fucking Ei ist das. Ist nicht so schwer. Ist wie ein heiler Picken in Overwatch. Ist nicht so hart. Und trotzdem hat jeder Angst davor. Ja, eben. Schlimm ist das.